Liebe Leute, liebe Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Heute kommt Ausgabe Nummer 33 vom Homeoffice und ich kann euch nur eins sagen, ihr habt weise entschieden, weil heute sprechen wir wieder über viele Dinge, die uns auf der Seele liegen. Wir versuchen in einer Art, ja, Gruppentherapiesitzung das Geschehene zu verarbeiten und unser Blick heute geht hauptsächlich nach Amerika. Was passiert dort? Ist das Land am Rande eines Bürgerkrieges? Wird es zerfallen? Das sind hauptsächlich unsere Themen heute Abend. Ich sage einfach gute Unterhaltung und hier ist Homeoffice Ausgabe 33. Einen schönen guten Abend nach Chemnitz und nach Leipzig. Ich freue mich, dass ihr Zeit habt. Hallo Jungs. Hallo Robert, Grüße. Ist ein paar Tage her, dass wir zusammengekommen sind und vieles passiert. Aber ich weiß nicht, wie geht's euch? So aus diesem ganzen Corona-Thema wird die Energie ein bisschen weniger, aber andere Themen drängen immer mehr in den Vordergrund, ja? Ja, es ist passiert. Schön, dass du wieder dabei bist. Warst letztes Mal verhindert, hast mit deinen Jungs zu tun gehabt von RE, ne? So, wie sieht's da aus? Kannst du uns was nennen, ohne einen Spoiler-Alarm zu machen? Boah, schwierig, ja. Ja, RE ist gecrashed aus internen Gründen. Gab es unüberbrückbare Differenzen, wie man so schön sagt. Aber es sind einige übrig geblieben und da tut sich was. Da ist gerade viel Energie und ich vermute mal, dass bei RE weitergeht. Ja. Also RE, für die, die es nicht wissen, Radio Emergency, die Show, bei der Frank seit Jahren mitmacht und da gibt es jetzt große Umwälzungen. Aber auch irgendwie ein Zeichen für diese Zeit von großen Umstürzen, habe ich das Gefühl. Also ich habe es im Privaten erlebt, aber auch in verschiedenen anderen Bereichen, dass alles jetzt gerade neu gemengt wird und sich neu strukturiert, aber scheint wohl ein Teil dieser Zeit zu sein. Und Schkeuditz auch noch alles, kein Land unter. Wie ist denn das mit Sturmwetter im Norden? Habt ihr gerade Land unter da oben? Na, wir sind ja hier nicht im Norden, aber naja, es zieht gerade drüber. Weil im Ticker läuft schon wieder der Panikmodus, Sturm über Norddeutschland und so weiter. Und hier ist schönster Sonnenschein. Ich würde jetzt gerne noch auf der Terrasse sitzen, ehrlich gesagt. Da muss ich natürlich auch schmunzeln, Robert, wenn du Sachsen zum Norden zählst. Das ist natürlich die typisch bayerische Perspektive. Ah Alles ja. nördlich der Donau ist irgendwie Preußen, aber die Sachsen sind stolzes Völkchen. Das hier ist Mitteldeutschland, nicht Norddeutschland. Das Ne? ist sehr witzig, dass du das sagst. Mir ist das letztes Mal aufgefallen, als Micha Grave im Studio bei uns war und wir haben telefoniert vorhin. Er sagt zu mir: Ja, ich komme dann zu euch runter nach Leipzig. Und ich so: Hä? Ja, weil er fährt genauso von Rostock so weit in den Süden, wie ich nach Norden fahren muss. Also Leipzig liegt genau auf halber Strecke zwischen Rostock und München. Und da haben wir auch gedacht: Okay, das ist immer eine Frage der Perspektive, ja. Aber apropos, ich habe gestern ein kleines Schmankerl habe ich noch. Der Sohnemann von einer guten Freundin von mir war gestern im Englischen Garten und hat ein Foto gemacht. Ich hoffe mal, dass man das hier sehen kann. Das da ist quasi der Englische Garten. Da gibt es eine ganz berühmte Wiese, die nennt sich Am Eisbach. Das ist da, wo die ganzen Nockerten liegen. Ja, da ist ein großer FKK-Bereich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das Partyvolk, viele, viele junge Studenten und junge Münchner und Touristen und so weiter. Da waren gestern. Das Bild täuscht, sagt, aber es waren mindestens ein paar tausend Menschen, also zwischen vier und fünf, sagen wir mal 2.000 bis 4.000 Menschen waren da locker. Und am Abend um 21 Uhr ist die Polizei vorbeigekommen und hat so ein bisschen Präsenz gezeigt, aber sonst nichts, gar nichts. Da wurde auch nicht demonstriert, da wurde nicht irgendwas gemacht, sondern die Leute waren einfach draußen, Sonne, Sommer, wir sind jung, habt Spaß am Leben. Ich habe das Gefühl, das Thema ist durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung das alles gar nicht mehr ernst nimmt, was wir in den letzten Monaten hier erlebt haben. Ja, so ist es hier eigentlich schon die ganze Zeit gewesen. Mundschutz im Supermarkt, das wissen wir mittlerweile, aber das mit dem Ernst nehmen, doch, ich glaube, die Leute nehmen das schon ernst, aber die nehmen das halt mit der Ernsthaftigkeit, die es verdient hat. Und wir haben ja hier schon so viel darüber erzählt, du hast recht, Corona ist jetzt nicht mehr das aktuellste Thema. Es könnte aber sein, dass es das wieder wird. Ja? Stichwort zweite Welle, ob das denn nun rein medial stattfindet oder ob dann wieder aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, das bleibt abzuwarten. Aber ich erkenne da ganz klar auch in der Wissenschaft zwei verschiedene Erzählstränge mittlerweile. Also die einen, die am Anfang, genau wie wir, nicht wussten, was ist da, also lieber zu vorsichtig sein.
was natürlich nicht rechtfertigt, da gleich die ganze Wirtschaft an den Baum zu fahren, aber das ist ja erstmal eine andere Geschichte. Aber zu dem Virus, es stellt sich immer mehr heraus, dass die Panik vielleicht nicht unberechtigt war, aber auf jeden Fall übertrieben war und der Preis dafür war jetzt wirklich zu hoch. Also das kann man jetzt schon sagen. Das war ja die große Frage und das deckt sich auch mit der Tatsache, dass wir jetzt eben wieder ein ganz, ganz großes anderes Thema haben, was urplötzlich kam. Ja, vor 2 Wochen hat noch keiner über Rassismus geredet, aber mit diesem einen Fall George Floyd hat sich natürlich jetzt eine völlig neue Situation ergeben, was auch von der Dramaturgie und von dem Geschehen und von der Ereignisdichte jetzt Corona im Moment für den Moment abgelöst hat. Und ganz besonders spannend dabei natürlich, was in Amerika passiert. Und ich würde sagen, darüber lasst uns heute reden. Ja, sehr gerne. Aber bevor du anfängst, weil du sagst, Corona ist jetzt abgemeldet und das Thema Rassismus ist das Main-Thema. Ich habe gerade eben noch im Radio gehört, wie der Sprecher die Demo am Samstag, also heute in Regensburg, kritisiert hat. Da waren 500 Demonstranten da, es waren 1000 angemeldet, aber wegen dem schönen Wetter sind vielleicht doch nur 500 gekommen, aber es waren 600 Polizisten da und es war der gleiche Tenor wie die letzten Wochen. Verschwörungstheoretiker, Grundgesetzgegner und so weiter und so fort und auch etliche aus dem rechten Bereich und so. Erstaunlicherweise waren die Einspieler, die sie gebracht haben von den Demonstranten, die sie interviewt haben, ausgewogen. So nach dem Motto, hey, ich möchte hier einfach nur wissen, warum es keine zwei unterschiedlichen Meinungen gibt. Ich stehe hier für meine Grundrechte und sonst nichts eigentlich. Also es war jetzt keine Hetze in dem Sinn, aber das Thema war noch auf der Agenda. Es war auch wirklich fast 3-4 Minuten lang der Bericht in den Viertelstunden Nachrichten auf Bayern 5 aktuell. Also nicht so eine Randnachricht, sondern wirklich ein Beitrag. Und da also ich wollte auch nicht sagen, dass das Corona-Thema jetzt für alle durch ist, weil das ist sowieso so ein Problem, dass die meisten jetzt denken, das Thema ist doch jetzt irgendwie durch und es ist ja jetzt wieder alles offen. Dem ist nicht so. Also nach wie vor leidet sehr viele Branchen unter den nach wie vor bestehenden Maßnahmen, also die komplette Veranstaltungsbranche, die kann das nicht mehr lange mitmachen. Die sind dann einfach wirklich weg vom Fenster. Wir hatten den Fall, dass ein Fußballtrainer wegen den Corona-Maßnahmen einfach hingeschmissen hat. Das ist jetzt irgendwie der Tabellenletzte der vierten Liga von sonst irgendwas. Aber auch er hat dann halt uns auch geschrieben, warum er das gemacht hat, dass das einfach nicht tragbar ist, dass man als Verein, als Fußballmannschaft dann nicht noch im Anschluss irgendwie eine Spielauswertung machen kann oder essen gehen kann oder sonst irgendwas, dass man eben zusammen sein kann im Verein. Und die ganze Restaurant-, Gastronomiebranche, da auch wenn da jetzt vieles wieder geöffnet hat, da sagen ganz viele, dass sich das nicht lohnt. Die machen jeden Tag Verlust, weil sie eben gar nicht die volle Kapazität ihrer Sitzplätze und so weiter ausnutzen können. Die wissen auch nicht, was passiert eigentlich, wenn jetzt hier um die Ecke ein Corona-Fall gemeldet wird, dann ist der Laden gleich wieder dicht. Das macht es natürlich schwierig in der Planung. Man muss ja einkaufen. Wenn der Laden dicht ist, ist dann das ganze Zeug verdorben und so weiter. Also die Gastronomiebranche leidet nach wie vor. Nach wie vor werden Hektoliter Wein vernichtet, wie in Frankreich zum Beispiel. Da wird jetzt Desinfektionsmittel draus hergestellt, einfach weil es die Abnehmer in der Gastronomiebranche nicht gibt. Warum wird der vernichtet? Viele Millionen Menschen leiden nach wie vor unter den nach wie vor bestehenden Maßnahmen. Kurze Frage, warum wird Wein vernichtet? Den kann man doch jahrelang aufheben, dachte ich, in Flaschen. Ja, das dachte ich auch, als ich die Nachricht gelesen habe, wo da eigentlich, warum das so gemacht wird. Aber es ist wohl dieses On-Demand-Geschäft. Also man hat schlicht und ergreifend nicht die Lagerkapazitäten, weil man nicht geplant hat, irgendwie 13,6 Millionen Hektoliter Wein nicht zu verkaufen. Okay, ja. Also ich könnte noch ein paar Flaschen in meinem Keller durchaus lagern von einem guten Bordeaux, den ich anbieten soll. Die große Menge wird vernichtet, umdestilliert zu Desinfektionsmittel. Ein Irrsinn. Also ja, eins, bevor wir vielleicht zu Amerika kommen, habe ich auch einen kleinen Beitrag zum Thema Covid, und zwar aus Spanien die Nachricht. Dort sind die offiziellen Zahlen, wir wissen es, Zahlen schwierig, aber die offiziellen Zahlen sind 27.000 Corona-Tote. Und jetzt passt auf, von diesen 27.000 sind 20.000 in Alten- und Pflegeheimen gestorben. Mhm. Noch nicht mal in einem Krankenhaus. Überlegt, zieh dir das mal rein, diese Zahl. 20.000 von 27.000 waren noch nicht mal im Krankenhaus.
Und wenn ihr euch erinnert, es war irgendwann im März, April, da kam aus Spanien auch echt diese Hammer-Nachricht, wir haben sie hier auch gebracht, dass dort das Militär zum Teil in Pflegeheime geht und dort Tote vorfindet und kein richtiges Personal mehr. Und diese Nachricht hat sich wohl als tatsächlich wahr herausgestellt. Und da wird jetzt in Spanien auch heftig gestritten. Das ist letztens auch alles im Großraum Madrid. Und da müssen phasenweise so für ein, zwei Wochen wirklich Zustände gewesen sein, die echt krass sind. Ne? Und weil wenn die Leute noch nicht mal ins Krankenhaus kommen, also dann ist es ja auch rechtlich höchst bedenklich. Ja? Du hast dann Anspruch auf eine medizinische Behandlung. Und da wird jetzt gerade in Spanien auch heftig gestritten, wer dafür verantwortlich war, und das aufzuarbeiten. Und das hat mich damals schon irritiert, diese Nachricht. Und auch jetzt finde ich das höchst bedenklich. 20.000 und 27.000 Menschen sind noch nicht mal im Krankenhaus gewesen. Ey, da muss der Spanier nachfragen, was da falsch läuft. Ja. Das heißt, das ist überhaupt keinen Sinn gehabt, diese ganzen Maßnahmen. Das war ja zum Schutz der Alten gedacht auch, ja, diese Stay at Home und Flatten the Curve und so weiter. Aber es hat überhaupt nichts gebracht. Ja, zumal in Deutschland gibt es ja auch so eine Studie, die besagt, dass mehr als die Hälfte, also knapp mehr als die Hälfte in Altenheim verstorben sind. Und da gibt es ja jetzt auch neue Zahlen, nämlich die Übersterblichkeit. Und da ist es, soweit ich weiß, offiziell 13% soll es jetzt höher sein als in Vergleichsjahren. Robert, du hattest doch dazu irgendwas gelesen. Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil das wird uns ja immer wieder um die Ohren geschlagen, so nach dem Motto, ja, aber guck doch mal hin, die Momo, Eurostatistik, der Mortalitätsmonitor, der zeigt eben für die Zeit von März bis ab Ende April, zeigt der so und so viele Tausende Übersterbliche, also eine Übersterblichkeit und so weiter. Ja, man muss aber genau auf die Zahlen schauen und ihr habt das Dokument auch vor euch gerade, hat mir, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das geschickt hat, irgendwo im Verteiler habe ich es mitgekriegt, und zwar ist das ein Ausschnitt aus dem Südkurier vom 6.6. und ein Herr Bayer hat es geschrieben und es geht im Endeffekt um die wichtigste hier, um diese Zeile, um diesen dritten Abschnitt hier. Und vorne dran wird, als kann ja jeder durchlesen dann im Standbild, aber hier im dritten Abschnitt steht eben drin, schaut man sich die Zahlen aber genauer an, so löst sich die angebliche Übersterblichkeit in Luft auf. Unter Statistikern gilt es als Anfängerfehler, absolute Zahlen über die Jahre hinweg zu vergleichen, wenn eine wichtige Bezugsgröße sich geändert hat. In diesem Fall ist es die Größe der betroffenen Bevölkerungsgruppen, nämlich der Alten. Während die Altersgruppe zwischen 65 und 80 Jahren über die Zeit nahezu stabil blieb, ist die Zahl der über 80-Jährigen heute um nicht weniger als 11% größer als im Durchschnitt der Jahre 2016-19. Der Grund ist bekannt, denn in den Jahren 36 bis 39 wurden besonders viele Kinder geboren. Berücksichtigt man die größere Anzahl, so schrumpft die Übersterblichkeit von 13% auf 2% zusammen. Der Artikel geht noch weiter, das möchte ich jetzt gar nicht mehr aufnehmen, aber das ist jetzt eine ultra interessante Information und vor allem, wenn man das geschichtlich mal so ein bisschen vor Augen führt, was war denn 36 bis 39? Als Hitler an die Macht kam, 33, hat er erstmal aufgeräumt. Also ich will jetzt hier nichts schönreden und so weiter, ich beobachte nur historisch die Zeit, wie sie damals war. Die ersten paar Jahre ging das noch nicht so, aber dann von 36 bis 39 spricht man auch von einem Wirtschaftswunder in Deutschland. Sämtliche Länder haben Wirtschaftsdelegationen dahin geschickt, Man of the Year 1938 am Time Magazine war ein Herr Hitler und so weiter und so fort. Also damals ist in der Bevölkerung sehr viel passiert und es gab Ehestandsdarlehen und Häuser wurden gebaut und für Kinder bekam es immens viel Geld. Also es gab einen unglaublichen Bevölkerungswachstum in diesen Jahren. Und das ist jetzt der Grund, warum wir mehr haben. Oder erklärt es mal in euren Worten, es gibt keine Übersterblichkeit. Du hast recht, Robert, schalt doch mal bitte das Video wieder um. Danke. Hast natürlich recht. Man muss aber auch noch bedenken, in deiner Aufzählung hat gerade auch noch die Tatsache gefehlt, dass man ja regelrecht Menschenmaterial im Dritten Reich gezüchtet hat. Ja. Ja, diese ganzen, ich weiß gar nicht, ob das ein, wie hieß du, Zuchthäuser. Ja. Man brauchte halt Soldaten. Mhm. Also, es gab doch da auch diese Agenda, dem Führer ein Kind. Mhm. Genau. Also das war natürlich dort gefördert vom Staat eine möglichst hohe Geburtenquote. Aber es ist tatsächlich interessant, dass das statistisch jetzt eigentlich genau diese Altersgruppe betrifft. Ja. Also ein interessanter Artikel. Da hat man auch noch nicht drüber nachgedacht. Es gibt keine Übersterblichkeit.
Das ist das, was rauskommt. Eine ganz leichte Übersterblichkeit. Aber wir haben ja schon mal gesprochen, dieses Geschehen in den USA ist mit dem Sterbegeschehen mit der Grippesaison 2017 in Deutschland vergleichbar. Also das ist das, worüber wir reden. Es ist nicht nichts. Man kann natürlich auch das immer nur in der Relation betrachten. Ist das jetzt schlimm oder ist das jetzt weniger schlimm? Das kann man ja gar nicht absolut benennen. Man kann es immer nur vergleichen. Und wenn man das tut, ja, dann stellt man fest, dass jetzt in diesem Corona-Fall einfach völlig anders reagiert wurde als in den allermeisten anderen Fällen eines Viruses dieser Art. Natürlich gibt es auch gefährlichere Sachen, da sind vielleicht auch Maßnahmen auf jeden Fall angebracht, aber das ist nicht weder die spanische Grippe noch Ebola noch sonst was und noch nicht mal im Ansatz gewesen. So wurde es uns aber verkauft. Ja. Aber abgesehen davon, meine Kritik, ich wiederhole sie immer und immer und immer wieder, die Maßnahmen wurden mit der Tatsache begründet, dass wir zu wenig Beatmungsgeräte hatten. Mhm. Und wir durften nicht an diese Belastungsgrenze kommen. Und jetzt frage ich mich, zu welchem Zeitpunkt waren wir denn auch nur annähernd in dieser Belastungsgrenze? Also es ist nicht so, dass man sich etwas verkalkuliert hat. Man hat sich extrem verschätzt, also wirklich extrem verschätzt. Und alles, was jetzt in der Berichterstattung kommt, ist für mich eigentlich mehr oder weniger so wie Weste reinwaschen, begründen, sich erklären, indem man jetzt, heute erst gelesen, dass die Maskenpflicht in Deutschland 100.000 Menschen oder 100.000 Infizierte verhindert hat und so weiter und so fort. Also man stellt jetzt Berechnungen an und sagt, das war alles total sinnvoll. Und ich will das auch zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht dementieren. Aber das, was wir die ganze Zeit über beobachtet haben, bewahrheitet sich irgendwie immer mehr. Und wir müssen jetzt den Plot nicht auch nochmal aufmachen mit dem, wo kommt das Virus überhaupt her? Das ist ja überhaupt die allerspannendste Frage, die dann alle weiteren Fragen wahrscheinlich mit beantwortet. Und diese Frage ist nicht geklärt. Aber es kommen ja immer mehr Indizien, die nicht nur belegen, dass dieses Virus womöglich aus dem Labor kommt, also tatsächlich künstlich hergestellt wurde. Nein, sondern dass es tatsächlich auch aus Nordamerika kommt. Aber das alles noch nicht endgültig geklärt, aber es deuten immer mehr Hinweise darauf hin. So, und jetzt haben wir doch schon wieder sehr lange über Corona gesprochen. Ja. Wir holen auch gleich unseren Gast dazu, zu dem Amerika-Thema. Aber folgender Gedanke habe ich noch. In den letzten Tagen kamen immer mehr von diesen kritischen Stimmen, wie ich sie gerade auch vorgelesen habe, aus diesem Artikel, natürlich auch bei den wirklich guten Seiten wie Rubicon und Nachdenkseiten und so weiter und so fort. Also ich würde ja durchdrehen, wenn ich nicht Gott sei Dank diese Lektüre hätte, wo mich innerlich beruhigt. Also Gott sei Dank, ich habe es auch verstanden. Ich verstehe, was hier geht. Ich bin nicht verrückt geworden hier so, ja. Und jetzt lese ich gerade hier bei Google News, China fürchtet eine zweite Welle. Irgendwie Rekordinfektionszahlen. Ich habe vorhin gerade nur kurz überflogen diese Meldung. Und ich habe das Gefühl, dass man jetzt versucht wieder so das, ja, aber es ist doch so schlimm, weil jetzt kommen immer mehr Stimmen, die sagen, es ist gar nicht so schlimm. Und man versucht diese Panik weiter am Kochen zu halten. Könnte sein, dass das da in die Richtung geht, dass aus China jetzt wieder der nächste Böller gezündet wird. Also aber ich glaube, was in China passiert, das passiert nicht, um uns irgendwas zu beweisen, so, sondern das ist tatsächlich interessant. Ich meine, ich habe jetzt auch gehört, dass es jetzt um Peking geht. Das ist also eine andere Stadt, nicht mehr Wuhan, sondern Peking, Hauptstadt, eine der größten Städte der Asiens, auch in der Welt. Und dass dort Teile von Peking wohl schon jetzt einen Lockdown wieder haben. Ja, ja, interessant. Aber ich denke auch, dass es sich nochmal wiederholt. Es wird ja auch wahrscheinlicher dann im Herbst wieder. Ich meine, wenn die Grippesaison wieder losgeht, wird dieses Ding wahrscheinlich nicht aus der Welt sein. Von daher wird da eine zweite Welle kommen. Aber der ist dann interessant, was wir dann machen, weil der Streeck, dieser Bonner Virologe, der hat ja gesagt, wenn eine zweite Welle kommt, kann er sich nicht vorstellen, dass wir da nochmal einen Lockdown haben werden und so weiter, weil es ja jetzt schon nichts gebracht hat. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Du kriegst doch da die Leute jetzt, also nachdem sich das jetzt alles gesetzt hat und wir jetzt wirklich die Zahlen sehen, okay, es ist nicht so bedrohlich. Wir haben das schon, und andere haben es schon früh gesagt, aber jetzt kann man das ja jetzt analysieren. Ich glaube nicht, dass du nochmal die Leute motiviert bekommst, wirklich so einen Lockdown mitzumachen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ja, Robert hat die Bilder gezeigt, so aus den Großstädten, aus München, weißt du, das, und wir haben es auch schon festgestellt, diese Energie ist da raus, das Thema bleibt. Aber ich glaube nicht, dass du nochmal das schaffst, wenn sich da nicht massiv was ändert, also wenn es nicht massiv schlimmer wird, dass du da nochmal die Leute zu so einem Lockdown bringst, das
Das glaube ich nicht. Es werden auch die Wissenschaftler nicht mehr mitmachen. Es gibt mittlerweile so viele, die sagen, ich mache da nicht mehr mit. Und ich habe, das zeige ich euch nachher. Ich würde sagen, wir holen gleich unseren Gast, dann können wir nämlich auch mit ihr zusammen dann das Thema Amerika in Gänze besprechen. Ich freue mich auf unsere tolle Kollegin Julia Zavasi. Hallo Julia, schön, dass du wieder bei uns da bist. Ich freue mich riesig. Hallo. Hallo, mein geliebtes Team. Schön, mal wieder dabei zu sein. Ja, Gott sei Dank habe ich die Gelegenheit, mit euch zu sprechen. Ich müsste sonst echt eine Psychotherapie machen, wenn ich nicht die Gelegenheit hätte, das Ganze immer, was ich hier lese und erlebe, aufzuarbeiten. Ohne euch wäre ich echt verloren. Ja. Also vielen Dank, dass ich hier nicht viel Geld ausgeben muss bei einem Psychotherapeuten. Ihr erspart mir das alles. Genau so. Ja, willkommen zurück, Julia, in unserer kleinen Selbsthilfegruppe hier. Ich sage das jetzt so flapsig, aber das ist für viele Leute wirklich ein Problem, dass sie in ihrem Umfeld so gut wie mit niemand reden können. Eine uns allen sehr gut bekannte Freundin, die auch im Studio immer mitgeholfen hat, die kam neulich zu mir und hat gesagt, bitte, bitte, ich muss mit einem vernünftigen Mensch reden, lass uns einfach ein paar Stunden an der Isar spazieren gehen, ich muss raus aus diesem Umfeld. Und sie ging nach Hause mit dem Gefühl, dass sie nicht ganz alleine ist mit diesem Wahnsinn, der hier passiert. Und es hilft, ja, also es hilft wirklich, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, umso besser natürlich, wenn man so viele Freunde hat, die aufgewacht sind, aber das kann ich jedem nur empfehlen, sich Menschen zu suchen, die verstanden haben, was passiert hier, ja, das ist das Allerwichtigste. Ja, Julia, du warst in letzter Zeit sehr, sehr aktiv, ich habe ganz gespannt deinen Reden gelauscht und was für tolle Texte du zitiert hast aus Psychologie der Massen von Le Bon und so weiter. Was hast du denn da mitgebracht für einen Erfahrungsschatz oder für Erkenntnisse? So, wie ist die Stimmung, wenn du auf diesen Reden sprichst? Weil du warst ja doch ganz schön aktiv in den letzten Wochen. Ja, also ich war jetzt häufig in den letzten Wochen bei diesen Nicht-ohne-uns-Demonstrationen. Also ich war da in Berlin und in Berlin mehrmals, in Dresden, in Erfurt, jetzt auch zuletzt. Und also eines war immer allen Veranstaltungen immanent und das war dieses Glücksgefühl, zusammen zu sein. Also das, was du vorhin eingangs gesagt hast, das ist hier unsere kleine Gruppentherapie und da fühlt man sich endlich mal wieder in guter Gesellschaft. Genauso fühlt sich das auch dort an. Ich habe selten in Veranstaltungen, habe denen beigewohnt, in denen ich mich so gut aufgehoben gefühlt habe. Also so unglaublich nette, integere, aufgeklärte Leute, das findet man wirklich ganz, ganz selten. Sei das jetzt in Berlin gewesen oder jetzt bei schlechtestem Wetter letztes Wochenende in Erfurt oder eben die Wochen davor in Dresden. Es sind immer ganz, ganz tolle Leute da, aller Altersgruppen. Meistens, also so bei meinem Empfinden, aus einer höheren Bildungsschicht sogar. Ich habe Ärzte dort getroffen, die ich noch aus dem Medizinstudium kannte. Und allen war eigentlich gemein, dass sie unglaublich viel wissen, sich wahnsinnig viel angelesen haben und sehr differenziert und aus verschiedenen Perspektiven über die Corona-Debatte sprechen können. Und in Dresden war ja auch der Ministerpräsident da gewesen, der Kretschmer, und hat sich dort wirklich eine ganze Weile mit Demonstranten unterhalten, was ich sehr, sehr gut fand. Und leider gab es dort Vereinzelte, die da so reingerufen haben und so nach der Devise, hier verschwinde und wir glauben dir nichts, wir sind das Volk. Und das ist das Bild, was man jetzt natürlich nach außen transportiert. Und das geht aber überhaupt nicht konform mit dem, was man dort wirklich sieht an Leuten, die dort auf der Straße sind. Ja, das war für mich ganz, ganz toll, da zu sein, um eben nicht diesen Glauben an eine aufgeklärte Bildungsbürgerschicht zu verlieren. Oder was heißt Bildungsbürgerschicht? Das war ja eigentlich ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Aber für mich hat es sich so angefühlt, als wären dort wirklich sehr geistig aktive Leute dabei. Und das war sehr, sehr erfreulich. Also wirklich mehr als erfreulich. Und das Interessante ist, dass die Polizei, also jetzt abgesehen von Berlin, sehr zugewandt gewesen ist. Also sogar gelächelt hat, wenn ich da mit meinen Schildern rumgelaufen bin, da stand dann irgendwas drauf. Was weiß ich, Aufklärung statt Dogmatismus und so. Und dann habe ich den Polizisten immer ins Gesicht gelächelt und dann lächeln die halt zurück. Also es war da überhaupt keine Aggressivität. Im Gegenteil, in Dresden hatte sich auch die Antifa eingeschaltet und da war dann die Polizei wieder angespannt, hat man gemerkt.
aber diesen nicht ohne uns Demonstranten gegenüber waren die eigentlich total zurückhaltend. Und auch in Berlin, als ich vor 3 Wochen, glaube ich, war ich in Berlin, allerdings war das ja keine nicht ohne uns Veranstaltung, sondern eine kündigt Rammstein Veranstaltung, also die sich gegen die Airbase in Rammstein bei Kaiserslautern gerichtet hat. Und da habe ich dann auch das Gespräch gesucht mit dem Sprecher der Polizei, der für diese Demonstration verantwortlich war, und bin mit ihm ins Gespräch gekommen, habe gesagt, naja, Sie müssten doch als Beamte jetzt so richtig im Kreuzfeuer stehen zwischen den Demonstranten bei den Hygienedemos und dann den Gegendemonstranten, und das muss doch für Sie ganz schwierig sein, und erzählen Sie doch mal, wie ist denn Ihre Empfindung gegenüber diesen Demonstranten? Und da war ich wirklich erstaunt, dass er sagte, dass er diese Hygienedemonstranten als sehr, sehr angenehme Menschen empfindet. Also total friedlich, aufgeklärt und kollegial. Und leider konnte er, beziehungsweise durfte er das nicht vor der Kamera sagen. Hat dann rumtelefoniert, ob er das sagen darf, und hat dann gesagt, sorry. Dann habe ich gesagt, okay, dann frage ich Sie jetzt halt als Privatperson. Ich bin jetzt auch keine Journalistin und Sie sind jetzt kein Polizist. Ich frage Sie jetzt einfach nur privat, wie finden Sie denn die Demonstranten? Und dann war das wirklich ein richtig nettes Gespräch. Ja. Naja, indirekt ist die Information ja dann doch in die Welt gekommen, wenn du von deinen Erfahrungen erzählst. Ist auch ja. Nicht schlimm. Ne? Also ohne Name und ohne Gesicht. Ja, eben. Ein netter Polizeibeamter, und der hat für viele aus seinen Reihen gesprochen. Ich frage mich oft, wie es denen geht. Weil ich auch. Das sind ja bestimmt auch viele unserer Zuschauer sind bei der Polizei. Ja, das weiß ich auch. Das haben mir auch schon Leute gesagt. Ja. Auch, wurde mir auch schon gesagt. Ja. Und mal ganz kurzer Themenwechsel, denn das müssen unsere Zuschauer auch wissen. Auch wenn das jetzt gerade mit Corona nichts zu tun hat. Ich mache einen ganz kurzen Exkurs zu Rammstein. Da war nämlich da ein amerikanischer, also ein US-Soldat aus Rammstein, war bei unserer Demonstration. Und ich habe mich mit ihm auf Englisch unterhalten, und er hat gesagt, er findet das ganz schade, wenn die Demonstranten sich so gegen die US-Soldaten richten. Die sollten doch viel mehr die US-Politik kritisieren. Hat er gesagt, er war im Irakkrieg und er weiß, dass man dort nur wegen des Öls gewesen ist und nicht wegen der Menschenrechte. Dann habe ich gesagt, ja genau, deshalb machen wir doch diese Demonstrationen. Wir wissen, dass die Politik keine friedlichen Absichten hat. Und wir wissen, dass das neoliberale Kriegspolitik ist, die dort die letzten Ölreserven sich unter den Nagel reißen wollen und so weiter. Und sagt, ja, das besprechen wir hier schon. Und keine Sorge, wir haben nichts gegen den einzelnen Soldaten. Und dann wurde der eben auch ganz lammfromm und hat sich aufgeregt über eben diese Politik. Er hat gesagt, er hat mexikanische Familie und er ist quasi ein Einwandererkind. Und jetzt versucht er mit dem Sold als Soldat seine Familie auch in Mexiko über Wasser zu halten. Und das, was er jetzt machen muss als Soldat, widerstrebt ihm total. Und dann habe ich ihn eben gefragt, und jetzt ist es interessant, wie das seine Kameraden sehen. Da hat er gesagt, die wissen das alle. Also es weiß, die Soldaten in seiner Truppe wissen angeblich alle, dass die US-Regierung nicht in Irak, Afghanistan und so weiter ist, um dort die Menschenrechte zu beschützen, sondern um dort Absatzmarkt, Ölreserven und so weiter, da die Hand drüber zu halten. Ja, und das war ein Traum. Wir haben uns dann die Hände geschüttelt. Er hat sich dann Nuviso TV aufgeschrieben und will das dann mit seinen Kameraden schauen. Das fand ich großartig. Ja, das hat der Minister doch auch gesagt. Die Freiheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt. Man macht da kein Geheimnis draus. Und dass es dann nicht um Freiheit geht, sondern um wirtschaftliche Interessen, um Rohstoffwege und so weiter, das ist auch bei uns ja kein Geheimnis. Das ist auch offiziell so. Das ist auch so wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt es auch Mitarbeiter, die wissen, dass das Blödsinn ist, was sie da verzapfen. Aber das ist halt Opportunismus, bringt gut Geld, es ist bequem. Man sitzt da im gemachten Nest, warum das aufgeben? Ja, und vor allem in Amerika ist
die Arbeit oder der Arbeitgeber United States Armed Forces nicht irgendwie Militär, wie man es bei uns kennt, so aus der Bundeswehr heraus Wehrpflicht oder man geht halt doch als Zeitsoldat oder Berufssoldat, sondern das ist Ehre, das ist Pathos, das ist Teil der amerikanischen DNA. Ich war letztes Jahr an dem Arlington Cemetery, an diesem Nationalfriedhof mit den ganzen Gefallenen und da gibt es dieses berühmte Ritual des Wachwechsels am Grab des unbekannten Soldaten. Das ist schon ins Groteske übersteigert worden mit dieser akkuraten Form, wie diese Soldaten da diesen Wachwechsel machen. Das machen die jeden Tag, bei jedem Wetter, Tag und Nacht. Es gab nur einmal 1937 bei einem Hurricane, haben sie es nicht gemacht, sondern auch im Winter bei minus 20 Grad oder im Sommer bei 40 Grad machen die einen Wachwechsel. Jeden Tag, alle 20 Minuten. Und das ist Teil dieses ganzen Denkens, wie die Amerikaner drauf sind. Also da ist Armee sein, ist Stellenwert viel, viel höher. Und da ist man dann halt, ich war ja auch lange in diesem Denken drin, aber von der deutschen Seite aus. Aber ich kann das zum Teil auch nachvollziehen, warum das bei denen da, warum die sagen, okay, das ist zwar das Falsche, aber ich bin da jetzt halt drin und dann mache ich das jetzt auch, ja. Und wenn ich ins Gras beiße, habe ich Pech gehabt. Ich kann es mir nicht anders erklären. Wo wir gerade bei US-Soldaten sind, habt ihr das mitbekommen? Es sollen jetzt angeblich ein durchaus größerer Truppenabzug von amerikanischen Soldaten aus Deutschland stattfinden. Ne? Habt ihr das mitbekommen? Und wisst ihr, ob da auch Rammstein irgendwie involviert ist? Also ich weiß es nicht, aber Robert, du bist da vielleicht näher dran oder auch Julia? Also ich weiß nicht, ob Rammstein jetzt im Einzelnen da betroffen sein wird, aber was es ist eher eine Verlagerung Richtung Osten. Also es ist weniger ein Abzug, dass die Amis jetzt sagen, wir machen jetzt weniger Soldaten auf der Welt und holen die alle zurück, sondern die verschieben Kontingente, die sie hier schon haben, darüber. Also sprich Richtung Polen. Aufmarsch Ost ist jetzt hier gerade das Thema. Es ist jetzt eigentlich, ich denke mir, juhu, weniger Soldaten ist gut, aber es bringt nichts, wenn sie dem Klassenfeind Russland quasi vor die Tür gesetzt werden, weil das da natürlich auch anders wahrgenommen wird wie bei uns. Bei uns geht es darum, der Söder regt sich auf, weil in Grafenwöhr so und so viele Leute nicht mehr zum Einkaufen gehen. Ja? Gesundheit, Julia. Dankeschön. Aber Ähm, genau. also insofern ist das auch wieder so eine Augenwischerei, dass auch eine Scheindebatte, die da stattfindet, wenn hier groß debattiert wird, was das bedeutet für Deutschland in dem nationalen Bündnis, im NATO-Bündnis und bla bla bla. Also das sind Schachfiguren, die gerade hin und her geschoben werden. Das habe ich auch gehört. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber dass die abgezogen werden. Ich weiß nicht, ob aus Rammstein. Ich habe über Rammstein diesbezüglich gar nichts gelesen. Ich habe mich wegen Rammstein aber jetzt jüngst recht intensiv belesen, weil ich darüber ja eine Rede gehalten habe. Und da habe ich nichts davon gelesen, aber nur von dem Abzug und eben auch, dass diese abgezogenen Truppen dann im Rahmen von Defender im Osten eingesetzt werden. Rammstein wird wahrscheinlich bleiben. Das hat einfach so eine strategische Bedeutung von der ganzen Infrastruktur. Das ist wahrscheinlich dieser große Flugplatz und alles, was drumherum ist, das wird wahrscheinlich schon bleiben. Ja. Wahrscheinlich. Das ist im Moment ja eine technische Frage. Also wegen der Relaisstation hat Rammstein ja überhaupt erst die Bedeutung, was ja den Thronkrieg erst möglich macht, weil die ja von Amerika das Signal irgendwie um die halbe Welt dorthin bringen müssen, wo die Drohne im Einsatz ist. Und das funktioniert halt im Moment super durch diese Relaisstation in Rammstein, die ja schon global gesehen recht nah am Tötungsgeschehen ist im Nahen Osten. Und von da geht dann halt ein Glasfaserkabel direkt nach Amerika. Und dann hast du da ein sehr geringes Delay, also eine sehr geringe Zeitverzögerung, sodass dann nicht ein paar Minuten vergehen zwischen Knopfdrücken und Bombe, sondern nur ein paar Sekunden. Aber auch das, wie WikiLeaks ja gezeigt hat, oft ausgereicht hat, dass da immense Kollateralschäden entstehen. Aber ja, Rammstein, wie gesagt, die technische Frage, wenn diese Relaisstation nicht mehr notwendig ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann in der Bedeutungslosigkeit, vielleicht noch als Krankenhaus oder so, oder als Umschlagsplatz, oder eben als Lager für die Atombomben, obwohl die liegen ja in Büchel. Ich denke, die Bedeutung ist nur so lange wirklich eine große, solange die Relaisstation von Bedeutung ist. Wenn wir jetzt Satellitenprojekte wie Starlink in Betracht ziehen, die wahrscheinlich die Kommunikation mit den Drohnen dann auch übernehmen können, dann braucht es diese Relaisstation nicht mehr. Und dann ist das auch nicht mehr das Hauptargument für Rammstein. Und ich denke, in diese Richtung
kann man auch diesen Truppenabzug jetzt auch schon interpretieren. Natürlich geht das Richtung Russland, ja, die werden nach Polen wahrscheinlich verlegt. Aber auch da ist diese ganze nukleare Situation, da reden ja auch relativ wenige im Moment darüber. Da hat sich ja auf beiden Seiten, sowohl auf der russischen als auch auf der amerikanischen, im Moment einiges verändert, was so dieses nukleare Patt, diese nukleare Patt-Situation betrifft. Die gibt es ja im Moment überhaupt gar nicht. Mhm. Und ja. Naja, wir reden über ganz vieles nicht. Wir reden nicht über die Ostbreitung der NATO und wir reden auch nicht über Rammstein oder über Julian Assange, weil du vorhin WikiLeaks angesprochen hast. Es redet ja nur die ganze Welt über entweder George Floyd oder über Corona. Und im Hintergrund passiert ganz viel und man könnte sich natürlich auch fragen, ob eine Absicht dahinter steckt oder ob das zumindest mit großem Wohlwollen betrachtet wird, dass wir darüber jetzt gerade überhaupt nicht diskutieren oder dass aus dem öffentlichen Visus verschwunden ist. Obwohl, war Rammstein jemals im öffentlichen Visus? Ich weiß nicht, aber Julian Assange hat es auf jeden Fall in den öffentlichen Visus geschafft. Aber Rammstein, das ist doch den Machthabern sowieso egal, was wir denken. Ich meine, wir hatten doch schon alles. Wir hatten Demos dort, wir haben nur Wieso hat einen großen Film schon gemacht und so. Ich meine, das interessiert halt einfach nicht. Also, ob wir darüber sprechen oder nicht, ist denen, glaube ich, egal. Julia, wie siehst du denn jetzt eigentlich die Ereignisse der letzten Tage? Wir haben seit diesem Mord an George Floyd auf der ganzen Welt diese Massendemonstrationen zu Zehntausenden in sehr, sehr vielen Städten. Und gleichzeitig höre ich vorhin im Radio, dass in Regensburg quasi eine Corona-Demonstration mit 1000 gemeldeten Zuschauern, 500 sind gekommen, 600 Polizisten auftauchen plötzlich. Und ich habe vorhin ein Bild gezeigt vom Englischen Garten aus München, wo gestern Nachmittag auf der Sonnenwiese tausende junge Menschen einfach beim Sommerbaden waren. Wie nimmst du das jetzt wahr? Und wie ist für dich das Thema jetzt durch und man versucht einfach jetzt rauszukommen mit einigermaßen, ja, so ohne große Schaden zu erleiden vom Ansehen her? Oder was ist dein Eindruck? Also mein Eindruck ist, dass wir die Schildbürger um ein Vielfaches getoppt haben. Das ist geil, ja. Ich weiß nicht, ich finde dafür keine vernünftigen Worte, weil man es ja mit Vernunft überhaupt nicht mehr erklären kann. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt versuchen oder dass die Politik versucht, still und heimlich aus der Nummer rauszukommen, denn es gibt ja noch keine Impfung. Und ich glaube, dass da jetzt Deals hinter den Vorhängen abgelaufen sind, die die Politik dazu zwingen, noch so lange diese Corona-Hysterie aufrechtzuerhalten, bis der Impfstoff eben da ist. Sonst werden Köpfe rollen, denke ich. Aber was jetzt diese Demonstrationen betrifft, natürlich muss da jetzt mit zweierlei Maß gemessen werden, denn Corona ist ja böse und gefährlich und die Corona-Demos dürfen deshalb auch nicht sein. Andererseits, was diese Demonstrationen bezüglich, also oder anlässlich dieses Mordes an George Floyd betrifft, also grundsätzlich bin ich ein ganz großer Befürworter von Protesten, die sich gegen Rassismus äußern. Habe ich, also da ist mein Herzblut mit dabei, weil Rassismus ist, glaube ich, eines der schlimmsten menschlichen Makel, die es gibt. Aber für mich fühlt es sich so an, als ob dieser Mord an George Floyd benutzt wird, und zwar nicht von Humanisten, sondern von Antifa-Gruppen möglicherweise, um eben bürgerkriegsähnliche Zustände zu provozieren. Warum auch immer. Vielleicht, weil jemand Interessen daran hat, den Polizeistaat auszubauen oder die Überwachung noch weiter voranzutreiben, wie es eben in einem neoliberalen System notwendig ist. Also ich beobachte das mit wachsender Sorge. Und ich kann mir daraus noch keinen Reim machen, wie auch. Uns erzählt ja niemand, was dahinter steckt. Und man kann nur Mutmaßungen anstellen. Aber ich habe jetzt gerade von Karl Friedrich von Weizsäcker ein schönes Statement gehört aus einem Buch, das ist über 30 Jahre alt. Und da hat er erklärt, wie er die Zukunft sieht nach dem Ende des Kommunismus. Und er hat es damals Turbokapitalismus genannt, nicht Neoliberalismus oder so. Aber schlussendlich hat er gesagt, es wird einen Geldadel geben. Der wird die Regierungen komplett unterwandert und die Medien aufgekauft haben. Und durch die Überbevölkerung und die Ressourcenverknappung wird dieser Geldadel Angst haben, dass die große arme Mehrheit etwas davon abhaben will. Also braucht der Geldadel immer mehr Privatarmeen und private Security, Sicherheitsservice.
Und um das irgendwie voranzutreiben, könnte ich mir vorstellen, ist die Antifa oder andere Bewegungen ein Instrument, Chaos zu stiften, um diesen Polizeistaat, diesen Überwachungsstaat sozusagen einzufordern, dass die Bevölkerung irgendwann sagt, ja, ihr müsst uns doch beschützen vor diesen ganzen Terrororganisationen und vor diesen Randaleuren und so weiter. Also das ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber für mich fühlt sich das zurzeit immer krasser und bedrohlicher an. Also was man ja sagen muss, dass schon der Kern der Bewegung oder die Dynamik, die Energie, die das Ganze hat, gesteuert ist. Man sieht es irgendwie schon einmal an dem Symbol dieser geballten Faust, die irgendwie immer bei farbigen Revolutionen und bei größeren Werbekampagnen diesbezüglich auftauchen. Und Rassismus, das ist ja jetzt nichts Neues. Auch der Tod von George Floyd, auch so brutal er war, das ist jetzt nichts Neues. Also man könnte schon viele Gründe ins Feld führen, warum man jetzt diese Rassismusdebatte ausgerechnet halt jetzt hat. Ja, es ist natürlich ein wunderbares Ablenkungsmanöver und es kanalisiert natürlich auch extrem viel, was sich angestaut hat, vor allem in Amerika in letzter Zeit. Und man muss aber auch mal sagen, wir beurteilen das, was dort passiert, immer so aus der deutschen Sicht heraus. Alleine schon der Anlass des Ganzen. Wir sagen immer, oh Gott, Polizeigewalt und immer die Weißen gegen die Schwarzen. Es ist ja nicht so, dass andauernd weiße Polizisten Schwarze töten. Da töten Menschen Menschen, egal welche Hautfarbe. Das permanent zu thematisieren und zu sagen, oh, guck mal, das war aber ein Weißer und das Opfer war ein Schwarzer, das ist für mich irgendwie auch schon eine Form von Rassismus. Weil das nämlich genau das ist, was man den Rassisten immer vorhält, dass sie überhaupt diese Unterscheidung machen. Ja, da wird ja jetzt im Prinzip gesagt, es gibt gar keine Rasse. Ja, das soll jetzt aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Das war eine Forderung der Grünen, dass man nicht sagen kann im Grundgesetz, dass niemand aufgrund seiner Rasse diskriminiert werden darf. Weil diese Forderung alleine ja auch schon rassistisch ist, weil man den Begriff der Rasse verwendet. Und diese Ideologie gibt es diese Rasse nicht. Und deswegen kann man aufgrund dieser auch gar nicht diskriminiert werden. Also man sieht, diese ganze Sache hat gar nichts mehr mit der eigentlichen Sache zu tun, sondern das ist schon sehr viel Wortklauberei. Das ist sehr viel Political Correctness, was sich auch an aktuellen Diskussionen zeigt, wenn zum Beispiel Heidi Klum statt Black Lives Matters All Lives Matters tweetet und dafür einen Shitstorm bekommt. Oder bei der Gender-Debatte, wo die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling einfach mal gesagt hat, dass sie gerne als Frau bezeichnet werden will und nicht als menstruierendes Etwas, wie manche Gender-Ideologien fordern. Und das ist ja eine vernünftige Debatte, da gebe ich ihr völlig recht. Aber was passiert? Die kriegt auch einen Mega-Shitstorm. Und da frage ich mich, träume ich noch? Bin ich irgendwie noch nicht aufgewacht? Wo sind wir denn? Was ist denn hier los? Ganz vernünftige Aussagen wie, ich möchte als Frau nicht als menstruierendes Etwas bezeichnet werden oder All Lives Matters, weil ich finde, genau das müssen wir mittlerweile sein. Nicht bei White Lives Matters oder Black Lives Matters. All Lives Matters, Menschheitsfamilie. Ja, das, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man sich jetzt wieder in die andere Seite spalten lässt und dass sich jetzt sozusagen ganz viele Bilder auch mehren, wo Weiße einen Kniefall vor Schwarzen machen. Ich meine, ich verstehe das schon als Geste irgendwie. Ich will das gar nicht so sehr kritisieren, weil ich weiß, dass die Absicht dahinter eine sehr gute ist. Aber irgendwie schreckt mich das auch schon wieder ab. Das ist so wie dieser übertriebene Feminismus, wo dann der Mann unterdrückt wird. Ich frage mich, warum wir nicht in der Lage sind, mal so eine gesunde Mitte zu finden und vor allen Dingen auch mal Intoleranz zu tolerieren. Ja, Erwachsenensprache, genau. Wir dürfen auch mal Dissens machen, wir dürfen auch mal Kritik provozieren. Und das muss dann eben ausgehalten werden, weil es eben zum Erwachsensein auch dazu gehört. Aber finde ich total gut, was du gesagt hast, was diese normalen, vernünftigen Aussagen betrifft. Und dass man nicht einfach sagen können, ja, all life matters, das habe ich auch in meiner Rede verwendet. Und ja, Menschheitsfamilie. Aber Frank, wenn du jetzt Menschheitsfamilie einforderst, dann kannst du ja nicht mehr spalten, weißt du? Das ist ja blöd. Wenn wir jetzt nicht mehr zwischen
Transfrau, Transmann und biologisch Mann, biologisch Frau und was weiß ich, oder Corona-Leugner, Corona-Befürworter und was weiß ich nicht mehr spalten können. Das wäre ja blöd, dann könnte die Bevölkerung ja am Ende noch ein gemeinschaftliches Solidaritätsgefühl entwickeln und möglicherweise sogar erkennen, dass die Politik nicht immer ihr Bestes möchte. Die Leute, die müssen auch mal erkennen, dass es nicht darum geht, Recht zu haben. Streitkultur ist was Gutes. Ich streite sehr gerne und ich möchte jemanden haben, mit dem ich streiten kann, auf Augenhöhe, vernünftig. Ohne Kampf, ohne Persönlichkeit, sondern einfach des Streitenswillens. Wir betrachten immer Streit als so was Negatives, als was Spaltendes. Ich empfinde Streit als das Gegenteil. Ein gesunder, vernünftiger Streit unter Erwachsenen, also wenn du streiten kannst, dann führt dich das, bringt das beide Streitparteien weiter. Und heutzutage ist es aber so, wenn du die kleinste Meinungsverschiedenheit mit jemandem hast, dann trennt dich das irgendwie schon so, dann ist das irgendwie anders, dann willst du irgendwie nicht mehr mit denen. Und ich frage mich, wie ist das, liegt das in uns, ist das menschlich oder ist uns das irgendwie antrainiert worden? Also ich kann es nicht nachvollziehen, ich ticke nicht so. Wenn jemand eine andere Meinung hat oder mal sagt irgendwie, mich beleidigt auch oder so, ja mein Gott, das ist total okay und ich habe da die größte Toleranz damit. Ich meine, wir hier alle, wie wir hier auch unsere Gesichter bei YouTube seit Jahren hinhalten, wir sind sowieso Prellböcke der Gesellschaft, ja, wenn du in die Kommentarspalten guckst, was wir da auch teilweise abbekommen. Aber wenn man das persönlich nimmt, dann hat man, glaube ich, ein Problem und dann macht man genau diesen Fehler wieder, dass man angegriffen wird und dann wieder in die Verteidigung geht, anstatt das einfach mal abprallen zu lassen und zu sagen, ja, so what, wir sind alle Menschen, wir erzählen alle den ganzen Tag viele, viele Dinge, von denen sich mit Sicherheit viele bei genauerer Betrachtung als falsch herausstellen würde. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht uns Vieren, sondern uns alle. Ja? Niemand ist irgendwie unfehlbar und ich bin mir auch sicher, dass jeder, der jetzt gegen Rassismus auf die Straße geht, die besten Absichten hat. Aber wenn man das mal aus dem großen Ganzen betrachtet, kann ich dem jetzt in der jetzigen Situation in diesem Sommer wenig abgewinnen, außer dass man sagen kann, da wird mit Sicherheit viel Frust und viel Energie abgebaut, ja, bei diesen Demos, was sich ja dann auch entlädt in brennenden Geschäften und so weiter und so fort. Das ist das eine und es geht auch wieder vorbei. Aber die Frage ist, was bleibt, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich strukturell die Polizei in Seattle oder Minneapolis abschaffen will und wirklich dort den Versuch jetzt startet, neue Gesellschaftsformen in kommunaler Ebene zu errichten. Also das ist sehr, sehr spannend, aber ich sehe da im Moment nicht nur Gutes. Gerade wenn ihr jetzt Amerika vor Augen habt in den letzten Tagen, ich weiß nicht, wie viel Infos ihr mitbekommen habt. Ich habe einige Videos geschaut und einige englische Artikel gelesen zu der Situation, aber das reicht natürlich überhaupt nicht, um das zu erfassen, was da wirklich passiert in dem ganzen Land. Ein Artikel, den ich gelesen habe, der war ziemlich kritisch, das war aber auch ein deutscher Artikel, und zwar ging es darum, dass also Amerika jetzt wohl ein Land ist am Ende seiner, ja, nicht seiner Zeit, sondern da kommt jetzt ein Epochenwandel, so ein bisschen der Vergleich mit der Sowjetunion Ende der 80er Jahre, wo sich dieses System quasi überlebt hat. Stichwort ist auch Gerontokratie, dass also dieses System ständig von alten Leuten, Gesundheit nochmal, Julia. Es heuschnupft, mich hat es auch erwischt heute schon, ja. Also dass Amerika jetzt so von uralten Leuten permanent regiert wird. Nancy Pelosi ist 80, Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Beide Kandidaten für das Präsidentenamt sind weit in ihren 70ern. Also Trump wird 74, Biden wird 78 und Sanders, der statt Biden dann eben gekommen wäre, wäre auch schon in seinen 70ern und so weiter. Also seht ihr das auch, dass da die Möglichkeit besteht, dass Amerika jetzt quasi zerbricht, in welcher Form auch immer. Also Bürgerkrieg ist auch ein Szenario, was viele Leute natürlich dann an die Wand zeichnen, aber gerade aufgrund der 23 Billionen Dollar Schulden, die Amerika vor sich her schiebt, ist das Land, glaube ich, jetzt an einem Punkt angekommen, wo es definitiv auf eine Neuordnung zusteuert. Seht ihr das jetzt also 2020 als das große Jahr, so wie 1776 bis 2020 steht es dann mal in den Geschichtsbüchern drin?
Könnte gut sein. Weil es ist tatsächlich so, was in Amerika jetzt passiert, das ist schon groß. Also das ist wirklich, es ist zum Teil unfassbar, so als Europäer, wenn man das so verfolgt. Auch die politischen Debatten, Frank hat schon angesprochen, dass da nicht nur irgendwo in den Extremen, sondern wirklich auch in den Stadträten diskutiert wird, ob man nicht die Polizei massiv verkleinert, beziehungsweise sogar ganz abschafft und so weiter. Also es ist hochinteressant. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt nur diese ganzen Sachen in Amerika nur angeschoben werden jetzt von irgendwelchen politischen Extremisten. Klar gibt's die Linksextremen und auch die Rechtsextremen, die natürlich generell immer froh sind, wenn ein bisschen Chaos entsteht. Aber mir scheint es auch so zu sein, das, was jetzt da ausbricht, die George Floyd, das Video, das war nur der Tropfen, der es zum Überlaufen bringt. Da macht sich jetzt was frei, da hat sich eine unglaubliche Energie angestaut, auch die ganzen wirtschaftlichen Probleme, 40, 50 Millionen neue Arbeitslose, kein richtiges Sozialsystem und Gesundheitssystem. Die Probleme sind riesig in Amerika, schon jahrelang, jahrzehntelang, wenn man so sieht. Und das bricht sich halt jetzt seinen Bann. Interessant finde ich auch hier, was ihr gesagt habt, Frank und Julia, auch über so ein paar Schlagworte, die gekommen sind. Es ist Bürgerlichkeit, Vernunft und zum Teil auch, wenn wir heute uns das analysieren, was passiert, sehen wir so ganz viel Infantilität auch. Also so die große Frage ist ja letzten Endes auch. Kannst du das kurz erklären? Was meinst du? Was meinst du? Wir seit Jahrzehnten, bitte? Infantilität. Was meinst du damit? Wo so eine Kinderwelt halt, ja. Dass man halt nicht wirklich reflektiert, nicht also infantil halt, also kindlich im geistigen Sinne so. Mhm. Nicht erwachsen miteinander sprechen können, keine Kritik. Ja, genau, eben keine Streitkultur haben, immer gleich beleidigt sein, in eigenen Realitäten leben, wie Pippi Langstrumpf, ich mach mir die Welt so. Das ist ja cool auch für ein Kind und das kannst du als Künstler, das ist auch cool. Aber wenn wir über politische, gesellschaftliche Dinge reden, brauchst du halt auch Vernunft. Und das ist, worauf ich hinaus will. So. Weil wir haben ja jetzt in Europa seit Jahrzehnten erleben wir eine Amerikanisierung, ob wir das wollen oder nicht, aber die erleben wir. Und ist das wirklich der Weg, wo wir hinwollen? So, wenn wir sehen, wie in Amerika die Probleme immer größer werden, ist das, was wir wollen. Und wir sollten uns auch jetzt schon langsam fragen, weil wir auch in unseren Städten auch schon so Trends sehen, Ghettoisierung und so weiter. Wie gehen wir damit um? Können wir da was anderes machen? Und da sind genau das, glaube ich, die Werte, die Stärken eigentlich, auf die wir uns besinnen sollten als Europäer, als Mitteleuropäer, als Deutsche, mit unserer Kultur, die schon über 1000 Jahre eine urbane Kultur ist. Wir haben im Mittelalter freie Städte gehabt, Stadtluft macht frei. Aber dazu gehört auch immer ein Stück weit Verantwortung. Und ich glaube, genau das ist vielleicht, was wir stärken sollten. Also Bürgerlichkeit, so Bürger heißt auch ein Selbstbewusstsein haben. Ja? Also sich selbst organisieren in den Städten. Also das ist, was wir brauchen. Mehr Verantwortung übernehmen, Selbstbewusstsein und Vernunft und auch eine Streitkultur. Vielleicht sogar diesen Spirit von 1989 auch wieder aufgreifen, wo es auch ja so war, eine alte Autorität, eine alte Ordnung muss abgewickelt werden, die DDR. Und in den entscheidenden Wochen und Monaten, es war nur ein kurzes Zeitfenster, danach haben dann auch die etablierten Polit-Establishments die Herrschaft übernommen, aber in den entscheidenden Zeitfenster gab es diese Idee der runden Tische. Und das ist ein lokales Ding, egal ob in Karl-Marx-Stadt oder in Rostock oder in Leipzig oder sonst wo, sind die Leute an diese runden Tische gekommen, um diese Abwicklung von einer Ordnung in was Neues, um das nicht in Chaos einfach ausarten zu lassen, sondern dass man sich zusammensetzt. Und ich glaube, das ist wirklich so unser europäischer Geist und vielleicht das, was uns von Amerika unterscheidet. Und das mag für viele vielleicht naiv klingen, aber ich habe immer noch die Hoffnung, und ich das auch nach Jahrzehnten von Amerikanisierung, dass das immer noch auch unsere Kultur ist und dass wir uns da auch besinnen können, dass wir diese ganzen sozialen Probleme, die auch ja bei uns auch mehr und mehr auftauchen, dass wir die mit Vernunft, mit Streitkultur, mit einem bürgerlichen Selbstbewusstsein lösen können in unseren Städten für alle Menschen, die halt in unseren Städten leben. Was mir ganz wichtig ist an dieser Stelle, ist, dass wenn Kritik an Amerika kommt, es nie mit den Menschen zu tun hat, sondern wir über das politische System sprechen. Ich erinnere mich dran, als ich 14 Jahre alt war, da habe ich auf amerikanischen Panzern hier gesessen, die waren da im Manöver noch da waren hunderte Panzer bei uns unterwegs in der Nacht als Kind. Das waren Erinnerungen, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Als Höhepunkt des Kalten Krieges sind hunderte Panzer durch unsere Dörfer gefahren und ich bin mit denen, ich habe mein Leben lang Kontakt gehabt mit Amerikanern. Ich liebe dieses Land. Ich muss echt gestehen, ich war da so gern drüben die letzten Jahre und ich habe ja auch da gelebt mal durch die Bundeswehr ein paar Monate. Also
Das ist großartig und mir tut es innerlich in der Seele weh, wenn ich sehe, dass da Millionen Menschen kilometerlang anstehen müssen, um sich Essen abzuholen von irgendwelchen Leuten, die es ihnen halt geben. Und das zerreißt mich innerlich, weil dieses Land jetzt kulturell, da kann man jetzt streiten drüber, ob Hollywood eine große Kultur ist oder ob das, was rüberkommt, Blue Jeans und Cola, ob das wirklich kulturell etwas ist. Aber es ist auch Teil unseres Selbstbewusstseins. Okay, wir sind auch damit groß geworden und ich will das gar nicht so schlecht reden, alles, was aus Amerika rübergekommen ist. Also ich fühle mich auch zu einem Teil, naja, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich fühle mich amerikanisch, aber ich bin auch mit amerikanisiert worden durch den ganzen Lifestyle und unsere Sprache, das ist alles drin. Also für mich ist das auch irgendwie eine menschliche Tragödie, was da drüben passiert. Und deswegen gucke ich da auch genau hin und mich beschäftigt das. Also ihr könnt euch das durchaus vorstellen, wenn ich das so raushöre, dass da jetzt eine große Verwerfung stattfindet. Also sprich, der geistig-politische San Andreas-Graben fängt gerade an, auf Spannung zu gehen und irgendwie so eine tektonische Plattenverschiebung könnte demnächst durchaus passieren, oder? Ja, also es fühlt sich so an, als ob das Imperium am Ende wäre. Also es hat seinen Miet überschritten und es ist jetzt in seinem Überlebenskampf. Und schlägt dabei wild um sich und versucht noch einige mitten in den Tod zu reißen. Aber es mutet so an, als ob es wirklich der Todeskampf ist. Und dabei kann aber noch wirklich viel Porzellan zerschlagen werden, um noch eine Metapher zu bemühen. Mhm. Aber was du sagtest, wegen diesem, dass du dich so amerikanisch fühlst oder da auch ein Teil deines Herzens für Amerika schlägt. Ich kann das total verstehen. Also mir ging es in meiner Jugend auch so. Ich habe mich auch solidarisch ist das falsche Wort, aber Amerika war für mich ein Sehnsuchtsort, der Inbegriff von Freiheit und grenzenlosen Möglichkeiten und auch Weite und aber auch was Kulturelles, was mich da sehr angesprochen hat. Und ich kann deinen Schmerz empfinden oder nachempfinden oder die Traurigkeit darüber, dass das vielleicht alles der Vergangenheit angehört und es vielleicht Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte brauchen wird, damit sich diese Kultur wieder berappelt. Also ich denke auch, dass es wirklich eine richtige Talfahrt aufgenommen hat und dass die ihrem Niedergang entgegen sieht. Und mir tut es auch leid. Mhm. Und ich denke, Europa wird folgen. Amerika ist uns einfach immer nur ein Stück voraus. Und Europa wird aber auch folgen, auch dieser Talfahrt, wenn da jetzt nicht massive bürgerliche Gegenbewegungen starten, und da bin ich wieder vollkommen bei Frank Stoner, das müssen die Bürger eben aber machen. Und dann gibt es viele Stimmen, die sagen, das hätten wir vor 20 Jahren machen müssen, es ist zu spät. Und jetzt müssen wir unser Versäumnis von damals ausbaden. Das wäre natürlich furchtbar schade und schlimm und dramatisch, wenn das wirklich so wäre. Da wir aber alle nicht die Kristallkugel haben, denke ich, versuchen müssen wir es trotzdem. Und jetzt versuche ich mal den Bogen zu spannen und den Kreis zu schließen aus der Bürgerlichkeit und aus dem Verantwortungsbewusstsein der Erwachsenheit und so weiter. Professor Mausfeld, Rainer Mausfeld, ist euch ja allen ein Begriff. Und der hat schon seit Jahren beklagt, dass der Debattenraum, in dem wir denken, durch die Politik immer weiter auf ein Minimum kondensiert wird, nämlich das Minimum, was die Politik als die vernünftige Mitte bezeichnet. Und die ist ja alternativlos, weil sie vernünftig ist. Und was weiß ich, Kommunismus oder Liberalismus und was, es ist alles an den Rändern und darum nicht mehr vernünftig, darum darf man sich damit nicht mehr beschäftigen. Und wir müssen diesen Debattenraum aber in unserer Erwachsenheit und in unserer Vernunft sprengen. Also wir brauchen wieder alle Möglichkeiten, denn die Welt, die brennt momentan an vielen Stellen und wir merken ja, dass wir mit unserem kleinen Mini-Debattenraum diesen Menschheitsproblemen überhaupt nicht Herr werden und wir müssen wieder größer denken und wirklich auch mal global denken. Wenn es schon unbedingt Globalismus sein muss, dann lasst uns doch mal auf diese Art und Weise global denken, eben, na, Frank, als Menschheitsfamilie. Und ansonsten schmieren wir ab. Mhm. Also, denke ich, befürchte ich. Für all die, die sagen, ja, es ist schon zu spät. Hey, ich meine, das ist ja auch so eine Grundeinstellung. Aber ich meine, wir sind jetzt am Leben, jetzt in diesem Augenblick. Und es geht auch um die nächsten Generationen. Okay, Fehler, die gemacht worden sind, Fehlentwicklungen.
Das ist vorbei, da kann man sich da jetzt ewig drüber ärgern, aber wir müssen gucken, was jetzt ist und wie wir jetzt mit den Herausforderungen umgehen. Und ich habe da schon Hoffnung. Und ich glaube auch, dass es wirklich auch schon noch stark ist, dass wir eigentlich wissen, wie wir uns organisieren. Und weißt du, dieses Wort Bürger auch noch. Ich meine, Robert, hey, als wir jung waren, da war das Wort Bürger, das hatte fast schon so eine negative Konnotation, weißt du, das war halt der Spießbürger oder sowas. Aber guck mich an, weißt du, es geht nicht darum, Bürger ist irgendwie der Biedermann oder sowas oder Biedermeier, weißt du, es geht darum, Bürger heißt für mich, das kommt von Burg, ja, das kommt von der Mitte der Gesellschaft, wo wir jetzt als erwachsene Männer und Frauen halt unseren Mann stehen sozusagen, weißt du, für die Gesellschaft, fürs Ganze. Wenn du jung bist, dann gehst du erstmal so, machst du dein eigenes Ding und so. Aber das ist, was ich mit Bürgertum meine. Bürgertum heißt nicht, dass man irgendwie samstags sein Auto wäscht oder sowas. Also Bürgertum heißt einfach, dass du in der Mitte ankommst, in der Mitte vom Leben und für die nächsten Generationen bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar da, wo du lebst, also in der Burg, in der Stadt halt, ja, im Kiez. Und das ist, das sollten wir, glaube ich, vielleicht wieder in unser Bewusstsein bekommen. Das ist eine positive Kraft, die in uns drin wohnt. Ja. Bürgertum heißt für dich, die Verantwortung von sich selbst für die Gesellschaft zu erkennen, oder? Es ist ein Stück weit, also ich definiere das als ein Stück weit Verantwortung übernehmen und auch gleichzeitig Souveränität und Freiheit übernehmen. Du kannst nur frei sein, wenn du Verantwortung übernimmst. Beides, also auseinander geht es nicht. Das muss zusammen sein. Und die Idee Bürgertum kommt ja aus dem Mittelalter, wo wir diese ganzen Städteentwicklungen hatten, neue Städte gegründet wurden. Und damals gab es eine Faustregel, die galt im Grunde genommen für fast alle Städte. Und die Idee war, dass wenn du aus der Leibeigenschaft fliehen kannst, wenn du in eine Stadt kommst, Stadtluft macht frei. Wenn du ein Jahr lang in der Stadt dich bewährt hast und niemanden halt keine kriminellen Geschichten gemacht hast und so weiter, wenn du für dich selbst sorgen konntest, dann hast du nach einem Jahr hast du die Bürgerrechte bekommen. Ab da warst du kein Leibeigener mehr. Das heißt für mich so historisch, dieser Bürgerbegriff ist eher etwas, was stärkt, also was einen frei macht. Ja. Und eben der Aufstieg von den meisten von uns aus der Leibeigenschaft hin zu einem freien Bürger, der selbst entscheiden kann, der selbst Geschäfte machen kann. Und da, wo es letztens rausgewachsen ist, ist da dann auch ein großer Teil von unserer Kultur und Philosophie, diese ganze deutsche Klassik, Immanuel Kant und so weiter, das ist alles Bürgertum, da ist es rausgewachsen aus unseren Städten. Und das sollten wir einfach aufnehmen oder es ist halt in uns drin und das wieder ausspielen. Das ist eine ganz, ganz große Kraft. Und aus dieser Position heraus eben als Bürger frei miteinander kommunizieren, runde Tische und so weiter, so wie wir das ja auch hier in unserer kleinen Selbsthilfegruppe probieren, das ist so unsere Stärke und das sollten wir ausspielen. Und dann sehe ich es tatsächlich nicht so schwarz, als ob da alles schon verloren wäre oder sowas. Ja. Corona-Selbsthilfegruppe. Aber Frank, wenn ich diesen Gedanken aufnehme, dann vielleicht, oder meine naive Hoffnung, vielleicht stehen wir auch gerade an einem Punkt, wo das vielleicht wieder möglich wäre, dass dieses moderne Bürgertum mit den modernen Möglichkeiten, die wir jetzt eben haben, durch die Vernetzung, durch die Kommunikationsmöglichkeiten, eine ganz andere Art von Bürger entdecken. Also zurück, um auf Corona auch wieder zu kommen, dieser kollektive Aufwachschock. Also wie haben wir das gestern genannt? Zwangserweckung habe ich gestern mit Freunden besprochen. Also viele Leute erleben jetzt gerade eine Zwangserweckung sozusagen. Was wir 10 Jahre gebraucht haben für 9/11, um das einigermaßen zu kondensieren, kommt jetzt in 10 Wochen mit 10-facher Härte. Und das gibt vielen Leuten so eine richtige Ohrfeige, so nach dem Motto, jetzt musst du erstmal aufwachen. So wie so ein Kind, so ein quengeliges Kind, das eine geschallert bekommt. Komm mal runter aus dem roten Bereich und bleib jetzt normal. Okay, so. Und jetzt, was macht der Bürger, der moderne Bürger, mit dieser Erkenntnis, dass der Staat, der sich ja eigentlich um einen kümmern sollte, dass der so kläglich versagt hat und all die ganzen Institutionen wie RKI und Regierung und Medien und so weiter, dass die uns eigentlich alle, ob wissentlich oder unwissentlich, vollkommen aufs Glatteis geführt haben. Also sprich, neues Bürgertum, jetzt erst recht. Aber du kannst niemanden unwissentlich aufs Glatteis führen. Und wenn du zu denjenigen zählst, die jetzt erst aufwachen, wie du es nennst, dann gehörst du nicht zu denjenigen, die aufgewacht sind. Das geht überhaupt nicht. Du kannst nicht einfach Schnitt machen und nur weil jetzt die Regierung, wenn du das denn überhaupt so siehst, weil die Regierung sagt das ja nicht, dass sie versagt hat. Ja, die rühmt sich für ihre Heldentaten.
Aber wenn du das anzweifelst und vorher aber nicht zu den Aufgewachten gehört hast, dann wirst du das jetzt auch nicht tun. Warum auch? Dann läuft das halt unter, okay, die haben sich halt geirrt und wollen das jetzt nicht zugeben. Das ist alles menschlich und vielleicht war's, ist es ja auch so. Ja? Also ich sehe auch noch nicht, ich will jetzt nicht sagen, diese riesengroße Verschwörung. Vielleicht ist es von zentral irgendwo die Idee, wie gesagt, Stichwort Virus, wo kommt es wirklich her? Wenn wir das rausfinden, dann haben wir auch die Antwort darauf. Ansonsten können wir darüber spekulieren. Aber ich sehe es nicht so wie du, Robert. Also ich sehe nicht, dass jetzt wegen Corona ein Haufen Leute aufgewacht werden und daraus jetzt eine große Bewegung startet. Die große Bewegung, die wir wahrnehmen, das sind ja nicht hier irgendwelche Hygienedemos oder nicht ohne uns Demos, das sind im Moment die Rassismusdemos. Und das ist auch nicht alleine wegen diesem einen Fall ausgelöst worden, sondern das ist eben gesteuert. Da hat Thomas Röber ein paar interessante Artikel auch dazu gemacht. Und man kann eben schon sagen, dass da auch wieder über 100 Millionen geflossen sind in diese Bewegungen, eben auch wieder aus der Soros-Stiftung. Mhm. Es ist eben immer wieder dasselbe Muster. Aber diese Rassismus-Demos, die bringen uns im Moment gesamtgesellschaftlich nicht weiter. Okay, Rassismus ist natürlich ein Thema, aber ich bin der Meinung, dass wir das eigentlich schon überwunden haben. Es ist einfach nur noch eine Frage der Subkultur und natürlich der Möglichkeiten, das, was wir jetzt schon verinnerlicht haben, auch in die Praxis umzusetzen. Dieser Rassismus ist ja nicht da, weil wir alle rassistisch sind und den ausleben, sondern weil da eben Strukturen gewachsen sind über die Jahrhunderte seit der Kolonialisierung, die eben bestimmte gesellschaftliche Strukturen hervorbringen. Mhm. Und dann hast du eben zwischen den Hautfarben immer noch heute sehr große Unterschiede im Einkommen und in der gesellschaftlichen Anerkennung etc. pp. Und natürlich überträgt sich das dann wieder auf die Köpfe. Da gibt es eine ganze Menge interessante Experimente. Da gibt es einen Film aus den 90ern, Blue-Eyed. Da hat man das mal auf den Kopf gestellt. Da hat man alle Menschen mit blauen Augen und weiße Hautfarbe irgendwie mal den ganzen Tag so behandelt und in der Ecke stehen lassen, wie man das so gesamtgesellschaftlich mit den Schwarzen macht. Und die waren dann auch wirklich extrem schockiert, wie das ist. Aber das sind keine Sachen, das ist meine Meinung, die von uns Menschen ausgehen. Natürlich gibt es auch immer irgendwo rassistische Idioten, aber die sind nicht die Norm, die sind nicht die Gesellschaft, die sind die Randerscheinungen, die dann immer hochgehalten werden. Zum Beispiel auch die Sache, dass man jetzt weltweit, vor allem im Westen, eben Statuen in Amerika aus der Sklavereizeit oder ja, von irgendwelchen Kolonialisten in England, in London musste man sogar die Statue von Winston Churchill jetzt verbrettern und vernageln, damit sie nicht zerstört wird. In Belgien hat man Leopold II. Jetzt auf dem Kieker und wird jetzt wohl alle Statuen von ihm entfernen. Und das ist für mich auch schon wieder irgendwie eine gewisse Form von Geschichtsrevisionismus. Solange wir wissen und uns das bewusst ist, was Sklaverei bedeutet und dass die Kolonialisierung auf den Rücken von Millionen von Menschenleben liegt. Ja, das wissen wir, das hatten wir in Geschichte. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber diese Form von Geschichtsrevisionismus, dass man jetzt im Winde verweht rausnimmt aus dem Programm und Pippi Langstrumpf politisch korrekt umschreibt und, das geht mir zu weit. Das ist auch eine Entmündigung des Bürgers, wie ich finde. Frank, ja, ich nehme deinen Gedanken gleich auf, Frank, weil ich habe da noch eine andere Meinung, das machen wir aber nachher. Da die Julia heute noch einen wichtigen Termin hat, brauchen wir von ihr noch mal ein kurzes Statement genau zu diesem Thema. Wie siehst du das? Gehst du mit Frank da konform, so auch mit seinen Aussagen? Ja, teilweise total. Aber ich muss sagen, weil du Leopold II. Angesprochen hast, ich glaube, der hat 10 Millionen Menschen aus dem Kongo auf dem Gewissen. Und ich finde, es ist sehr, sehr gut, wenn man seine Statuen schleift. Und trotzdem geht es mir auch total zu weit. Ich meine, wenn man jetzt eine Statue von Hitler aufstellen würde, würde das auch keiner gut finden. Und auch zu Recht. Und da, finde ich, steht Leopold eben dem nichts nach. Aber es geht eben zu weit und ich finde auch, dass wir in Deutschland jetzt wirklich nicht mehr das Rassismusproblem haben. Also wenn sich da jetzt zehntausende Kids zusammentun und gegen Rassismus, denke ich, ja, ist schön, aber das wussten wir auch vorher schon und wir sind auch ohnehin schon alle gegen Rassismus. Überlass das doch mal den Ländern, in denen noch real Rassismus existiert. Übrigens existiert auch in Südafrika ein Rassismus gegen Weiße.
hat überhaupt gar keine Aufmerksamkeit, aber das nur am Rande bemerkt. Aber lasst uns doch mal kümmern um die Probleme, die jetzt akut in unserem Land wirklich Thema sind. Und das ist jetzt nicht eigentlich die Polizeigewalt in Amerika gegen Schwarze. Wir haben hier ganz andere Themen. Ich habe neulich ein gutes YouTube-Video gesehen von zwei jungen Mädels. Die haben im Auto gesessen, haben mit der Kamera so Selfie-mäßig ein Video aufgenommen und haben gesagt, ey Leute, man verbrennt hier gerade eigentlich vor unseren Augen unser Grundgesetz. Und wenn ihr gegen Rassismus seid, dann lest mal das Grundgesetz. Da steht in Artikel 3 drin, dass alle Menschen eben vor Rassismus geschützt sind, weil wir alle gleich sind und so weiter. Und dann dachte ich, ja, total gut. Leute, liebe Kinder, lest mal das Grundgesetz und dann verteidigt das Grundgesetz. Denn das geht uns jetzt gerade an. Und dass ihr alle solidarisch seid mit allen möglichen Ethnien und Hautfarben und so weiter, das haben wir vorher schon gewusst. Und das brauchen wir nicht immer und immer und immer wieder keulen und zelebrieren. Es ist allen klar. Und ich war auch auf der Bühne in Berlin und habe diesen Mord an George Floyd wirklich mit Feuereifer verurteilt, habe aber auch gesagt, und das war ein Menschenleben, das zu Unrecht ausgelöscht wurde, aber man hat die Kamera draufgehalten. Und aber schlussendlich müssten wir für jedes Unrecht und für jedes Menschenleben, das Unrecht ausgelöscht wird, unsere Stimme erheben. Und da sind es ganz andere Themen, die wir uns zuwenden müssten. Die katastrophale Vernichtung der Natur, illegale Kriegsführung, Vernichtung von Demokratie, künstliche Erschaffung von Armut, um dieses Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten. Also die Jugend von heute hätte wirklich mehr als diese Gründe, die ich gerade aufgezählt habe, um auf die Straße zu gehen und sich dagegen für ihre Zukunft stark zu machen. Und da finde ich dieses mit, wir gehen gegen Rassismus auf die Straße, zwar löblich, aber es ist ein bisschen dünn. Mhm. Das ist eigentlich ein genau. Vorteil. Ja. Das ist mein Abschlussstatement und es hat mich wieder sehr gefreut, bei euch zu sein. Es fühlt sich immer so schön an, mit euch zu sprechen. Auch ihr liebes Publikum, dass ihr dabei seid. Es ist echt toll zu wissen, dass es euch einfach gibt. Ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass wir uns nicht erst am Jahresrückblick sehen. Und bestimmt machen wir vorher auch nochmal eine reale Therapiesitzung, dann irgendwo mit einer Pina Colada in der Hand und die Füße im Pool vielleicht, ja. Julia, alles Liebe für dich, gell? Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, sehr Ciao. Gerne. Tschüss. Ciao, ja, es war uns eine Freude. Ja, jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir mal wieder in Persona uns treffen. Wir waren zwar jetzt schon jeder einzeln mal im Studio, aber wir müssen wieder eine Gruppensitzung real machen. Ich muss unbedingt mit euch ein Desperados zischen, ein ganz kaltes oder ein Becks von mir aus. Oder nein, noch besser, lasst uns ein Corona trinken, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ein Corona in der legendären Nuoviso Bar Lounge Bar. Genau. Aus dem Jahresrückblick dieses Jahr könnten wir ja eher eine ganze Serie mit eine ganze Staffel drehen. Wahnsinn. Also, Frank, aber das was ich dir vorhin noch sagen wollte, weil du gesagt hast, du siehst es nicht so, dass jetzt gerade so viele Leute aufwachen. Es ist nicht so viel, wie ich erhofft habe, aber es gibt so viele Menschen, die sind jetzt in ihrer Existenz absolut katastrophal nicht gescheitert, sondern ist alles kaputt gegangen, ihr Lebenswerk hat sich aufgelöst und es gibt immer mehr Menschen, die diesen Informationen, wie zum Beispiel von Bhakti und Wodak, nur als Stellvertreter für all die guten Wissenschaftler, die sich trauen, um die Ecke zu kommen, dass die das dann aufnehmen, weil sie jetzt in ihrem Zorn sind. Erinnert euch an Gerhard Wisniewski, als er vom WDR rausgeschmissen wurde, oder an Oliver Janich, oder an Jepsen. Erst als das System sie fallen hat lassen, sind sie in die richtige Kraft gekommen. Und all die Menschen, die jetzt so Systemlinge, aber nicht negativ gemeint, sondern ein Mensch, der im System ist und glaubt, okay, Regierung, Demokratie, Medien, das passt alles und so. Und plötzlich kommt er durch so einen Artikel, wo die ganze Welt auf den Kopf gestellt wird, weil er erkannt hat, wie er getäuscht wurde, kommt er in diesen Modus, den wir alle schon seit vielen Jahren haben, durch 11. September oder wie auch immer. Und da gibt es jetzt in meinen Augen sehr, sehr viele in unserer Gesellschaft, weil von 10 Millionen Kurzarbeitern, die de facto 10 Millionen Arbeitslose sind, das kann ich immer nur wieder sagen, sind es 1 Million bis 2 Millionen, die jetzt sagen, was soll diese Scheiße eigentlich? Und das ist ein Gewicht, weißt du, das ist nicht einfach nur 20.000 Leute, die ein Video gesehen haben, sondern das ist ein Teil der Gesellschaft, der plötzlich anfängt, in einem anderen Muster zu denken, weil er erkannt hat,
das, was ich bisher geglaubt habe, das stimmt nicht. Also viele werden zwangsrot gepillt. So. Aber Robert, jetzt nochmal, wie kommst du da drauf? Warum sollte das jetzt jemand plötzlich... Durch den Zorn und durch die... Ja, aber Zorn ist kein guter Begleiter, das macht dich nicht unbedingt schlauer. Du suchst einen Schuldigen und du suchst nach Antworten und Lösungen. Und mittlerweile gibt es ja auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jeden Tag jetzt mittlerweile ein Dutzend Artikel und Sendungen, die ich gern sehen möchte. Und ich schaffe immer nur ein paar, aber die anderen sind genauso wertvoll. Ich muss immer selektieren, was ist für heute für mich das Wichtigste, was brauche ich jetzt für die nächste Sendung oder was interessiert mich am meisten. Und von diesen ganzen Infos, auch wenn sie dagegen schreien und eine riesen Kampagne gestartet haben mit schlechten Magazinbeiträgen, wie sie alle niederschreien, es gibt diese Informationen jetzt, und zwar mehr wie vorher. Und da sehe ich eine Hoffnung, dass eben doch mehr Leute aus dem normalen Umfeld, die sich mit sowas noch nie was beschäftigt haben, dass die dann eben eher aufwachen. Das ist meine Hoffnung. Weißt, nimm das Beispiel, einen Ball, den du unter Wasser drückst, je tiefer du ihn runterdrückst, desto höher spritzt er aus dem Wasser raus, wenn du den Druck loslässt. Und ich habe gerade gestern und heute zwei wirklich großartige Artikel gesehen, die ich nachher auch nochmal kurz einblenden werde, wo mir das nochmal klar geworden ist. Wirklich zwei ganz lange Artikel, wo ich gemerkt habe, so okay, diesen Artikel werden viele, viele Leute lesen. Und das ist... Aber wie, nochmal die Frage, wie kommst du da drauf, wenn du jetzt folgerichtig feststellst, es gibt jetzt eine Menge Mainstream-Artikel, die mehr oder weniger das sagen, was wir vielleicht schon vor 2-3 Monaten gesagt haben oder jetzt im Prinzip sagen, es ist vielleicht doch jetzt nicht so schlimm gewesen und so weiter und so fort. Man hat sich hier und da vielleicht sogar getäuscht, wenn man das zugibt. Aber wieso sollte das dazu führen? Ich meine, dass das Wut und Zorn hervorbringt, das kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Und da war auch vorher schon eine ganze Menge vorhanden. Das ist jetzt nicht erst durch Corona, das hat das Ganze einfach nur noch verstärkt. Aber warum sollten Menschen jetzt auf einmal wegen Corona denken, ah, jetzt ist es mir klar, ich wurde schon immer belogen. Also das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Und ich sehe, glaube ich, sogar eher einen rückläufigen Trend, wenn ich ehrlich bin. Wie das? Dass das Thema Corona sehr viele Leute interessiert, dass Ken Jebsen da irgendwie mit vielen Videos 500.000 Aufrufe gemacht hat, weil es eben im Lockdown sitzen die ganze Nation interessiert hat, das ist jetzt für mich nachvollziehbar. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie das alle gut fanden. Also man sieht ja das Medienecho darauf und die Umfragen und so weiter. Ja, es gibt 10-15% der Bevölkerung, die sehen das kritisch, aber die überwiegende Mehrheit, weit über 80%, sieht immer noch die Maßnahmen für komplett gerechtfertigt, auch im Nachhinein und auch noch in Zukunft. Und ich kann diese Tendenz, die du siehst, leider nicht sehen. Leider nicht. Wenn es so wäre, würde was ganz anderes passieren. Davon bin ich überzeugt. Aber es ist, wenn sich was Bahn bricht, wenn irgendwas viel Energie bekommt, dann ist das immer wieder irgendwie sowas, was dann verpufft. Es ist nicht gut argumentiert. Es ist auch oft, gut gemeint und schlecht gemacht, wenn ich jetzt über bestimmte Demos rede oder so. Ich kann das leider nicht erkennen, dass hier irgendwas in Bewegung kommt, was ich jetzt als extrem gut empfinden würde, was jetzt aus dem Bürgertum kommt. Ich kann deine Argumentation nachvollziehen. Ich komme einfach zu einem ganz anderen Schluss. Also vielleicht sind es auch die Gespräche, die ich führe und mit den Menschen, die ich beobachte. Und ich bin ja doch jeden Tag unterwegs und treffe Dutzende Leute, immer wieder verschiedene Leute. Und ich bin in einem ganz anderen Leben angekommen wie früher. Ich habe viel mehr soziale Kontakte. Und das ist so vielleicht auch eine naive Wunschvorstellung von mir, aber ich erinnere mich an mein eigenes Rote-Pille-Erlebnis, den 11. September. Das war wirklich auch so eine Zwangserweckung, wo ich gemerkt habe, für mich war es innerhalb relativ weniger Wochen klar, dass es eine Manipulation ist auf einer ganz hohen Ebene. Die Widersprüchlichkeiten mit den Flugzeugen und so weiter müssen wir nicht aufarbeiten, haben wir alles schon gemacht. Das war so offensichtlich, für mich war es Fakt. Und die Erkenntnis, dass so viele Leute ins gleiche Horn blasen, obwohl es de facto eine Lüge ist, das hat mich damals nachhaltig verändert und das trägt mich mein ganzes Leben lang durch jetzt. Und genau das Gleiche spüre ich jetzt auch eben, dass durch diesen globalen Fehlalarm, der in Indien, in Kamtschatka, in Burundi und in Wladiwostok die Menschen wie einen Hammer ins Gesicht getroffen hat, dass die auch
ähnliche Aufwacherlebnisse haben und ähnliche Prozesse angestoßen werden, um einfach kritisch zu hinterfragen, ob das, was man bisher geglaubt hat, denn wirklich immer so richtig war. Das ist und so. Was soll das ändern? 9/11 ist 19 Jahre her. Ich seit 15 Jahren oder seit 13 Jahren kläre ich darüber auf. Und du weißt gar nicht, wie viele Menschen du erreicht hast. Nein. Ja, doch, doch, nein, nein. Ja, Robert, ich weiß, was du sagen willst. Millionen von Menschen, immer mehr wachen auf und sehen das und so weiter. Genau. Na, und dann sind einfach ein paar Millionen mehr Menschen frustriert, dass sich nichts ändert. Verstehst du, es ändert sich nichts. Völlig egal, ob das 5 Millionen oder 50 Millionen sind, die 9/11 anzweifeln. 2 Jahrzehnte sind seitdem vergangen und ehrlich gesagt ist das Ding durch. Das wird auch nichts mehr, da wird sich nichts mehr tun. Es wird nie wieder irgendwo eine 9/11-Demo geben oder so, wie sie noch vor 15 Jahren immerhin sogar in Brüssel stattgefunden haben. Und auch damals dachte ich, boah, ist das eine riesengroße Bewegung. Ja? Und 2007, 6 Jahre nach dem Ereignis, findet jetzt in Brüssel die erste Aufklärungsdemo statt, ja, wo ein Untersuchungsausschuss gefordert wird und so weiter. Und aus ganz Europa kommen die Menschen dahin. Ja, und Nuviso filmt übrigens als so ziemlich einziges Filmteam da. Und dann waren da 200 Leute da. Und das war im nächsten Jahr auch nicht besser. Und also ich weiß, was du meinst. Ich spüre da auch eine gewisse Ernüchterung raus nach so vielen Jahren Medienarbeit und so vielen Jahren Aufklärungsarbeit. Aber denk auch an diese übergeordneten Begriffe wie morphogenetische Felder. Also sprich, dass es da etwas gibt, wenn eine gewisse kritische Masse erreicht wird, dass es dann kaskadenförmige Effekte gibt, auch vielleicht im Bewusstseinsmoment. Oder, und was noch dazu kommt, und ich hoffe nicht, dass dieses Szenario sein wird, was passiert, nämlich, dass die Gesellschaft in so einen dystopischen Zustand kommt, dass dadurch die Leute dann plötzlich erkennen, dass hier nichts stimmt. Also wir sind noch lange nicht runter vom Eis, die Kuh ist nicht vom Eis. Wir reden ja seit Monaten drüber, dass es jetzt gerade erst wirtschaftlich alles anfängt. Lufthansa 22.000 Stellen abgebaut, Bosch, Siemens, Miele und wie sie alle heißen. Alles wird jetzt runtergefahren und das kommt ja weltweit. Und diese Prozesse, die jetzt angestoßen werden, zusätzlich mit dem heiligen Zorn von vielen, vielen Akademikern und Forschern, denen man bisher jetzt auf die Finger geschlagen hat mit Corona, das gibt eben in meinen Augen so eine Gemengelage, wo viele Leute in so eine Ohrfeigensituation bringt. Es tut weh, es brennt und du denkst dir, warum schlägt er mich jetzt? Aber im Nachhinein bist du plötzlich in einem anderen Zustand aufgeregt und okay, jetzt muss ich neu bewerten. Und das beobachte ich halt. Und vor allem, ich habe mich auch selber davon überzeugt, dass ich das so glauben möchte, weil sonst drehe ich durch, sonst drehe ich wirklich durch. Wenn ich jetzt in dieses Muster komme, dass es gar keinen Sinn hat, dann hätte ich jetzt eine unrühmliche Karriere am Bahnhofsklo in München vor mir, indem ich mir Heroin zuziehe und verstehst du, was ich meine? Ja, das ist so. Ich habe nicht gesagt, dass das, was wir hier machen, keinen Sinn hat. Also will ich auch nicht verstanden werden. Natürlich sehen wir einen Sinn, Stichwort morphogenetische Felder, wenn du das so sehen willst. Natürlich beeinflusst alles, was du sagst und jedes einzelne Wort, was du auf YouTube über den Äther strahlst, hat irgendwo eine Bedeutung und trifft irgendwo auf Resonanz. Aber die Frage ist, ob diese Blase, die wir bedienen, irgendeine größere Relevanz da draußen hat, ja, ob das wirklich was ändern kann. Ich glaube, es kann einen Einfluss haben und ich glaube auch, weil du immer sagst von wir, ich denke, es ist eine individuelle Geschichte. Also wenn es wird Kataklysmen für geben, die betreffen aber nicht alle, sondern nur diejenigen, die sie betreffen. Was in den USA jetzt passiert, betrifft die Menschen in den USA, da hat Julia ganz recht. Und wir sollten schauen, was können wir hier machen. Wenn wir über Lösungen reden, kannst du ja eh nur das tun, was du tun kannst. Ja? Oder du kannst YouTube-Videos darüber machen, wo du darüber sprichst, was andere tun könnten. Ja? Ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt wirklich lösungsorientiert? Für mich ist es aber die Ernüchterung festzustellen, dass das, was ich als Lösung erachte, im Moment nicht möglich ist, weil es ein gewisses Bewusstsein bei einer überwiegenden Mehrheit von Menschen voraussetzen würde. Und das ist eigentlich kein großes Ding. Das haben wir hier auch schon ganz oft besprochen. Ich habe das vorhin mit der Forderung ausgedrückt, mehr Toleranz den Intoleranten gegenüber. Dass man eben nicht immer versucht, jede Meinung auszumerzen, die irgendwie nicht passt. Dass man auch mal damit lebt, dass es Menschen gibt, die eine Meinung haben, die man absolut nicht teilt, ja, die man verachtet.
Ja, da müssen wir, glaube ich, wieder hin, einfach diese Toleranz. Wir müssen das ertragen. Wir müssen Rassismus nicht dulden, auf gar keinen Fall. Wir müssen keinen Rechtsextremismus und auch keinen Linksextremismus. Wir müssen keine Form von Extremismus oder menschenverachtenden Dingen dulden. Aber wir sollten die Gedanken freilassen. Wenn jemand so denken will, dann soll er es tun. Er muss nur nach der Prämisse handeln, dass er niemandem schadet. Erst dann, finde ich, sollte man einschreiten, sollte man als Staat auch die Ermächtigung haben, da was tun zu können und vorher nicht. Aber wir sind doch schon längst in so einer Meinungsdiktatur angekommen. Und das halte ich für genauso gefährlich wie Rassismus an sich. Frank, wo du fragst, was ist möglich? Möchte ich mal den Ball wieder Richtung Amerika spielen. So. Da wird jetzt aktuell ernsthaft diskutiert, nicht nur von den Extremen, sondern wirklich in den Stadträten, und wird ernsthaft diskutiert, dass die ganze Art von Polizei, Law Enforcement, grundlegend zu reformieren. Die Forderungen gehen davon Defunding, das heißt, ihnen einfach mal Geldmittel entziehen, die auch wirklich unglaublich hoch sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, welche Mittel die amerikanischen Städten für ihr Law Enforcement aufbringen. Das ist auch krass. Also Defunding, manche gehen sogar weiter bis hin zu Abolish Police, also Polizei abschaffen. Und die Grundargumentation ist, dass die Polizei die Probleme gerade bei den ärmeren Leuten eh nur verschärft. Und ob man nicht, wenn man das Geld einspart und dann dort reinsteckt, ob man nicht gleich die Dinge insgesamt verbessern könnte. Jetzt, ich weiß, ich meine, beim ersten Mal, wenn man die Nachricht hört, Polizei abschaffen, dann kann man fast nur den Kopf schütteln, denkt sich, was ist da los? Sind die wahnsinnig geworden so? Aber jetzt lass uns mal zu später Stunde auch ein bisschen da frei denken mit der Frage, was ist möglich? Weil, wenn man drüber nachdenkt, das ist eben nicht so, dass jetzt bei diesem CHUDs, also diese Capitol Hill Autonomous Zone in Seattle, das sind ja nicht nur jetzt linksextrem oder Antifa. Das ist, was Trump gerne hätte. Aber die Wahrheit ist ja auch eine andere. Das ist ähnlich wie die Blockupy-Bewegung ziemlich vielfältig. Und wir sagen es auch immer, Leute gehen auf die Straße aus verschiedenen Gründen. Und so ist es dort auch. Und es ist ja auch tatsächlich ein libertärer Gedanke, oder nicht? Diese Idee, die bei uns in alternativen Medien auch ja lange diskutiert und oft schon diskutiert wird die letzten Jahre, aus dem Libertarismus heraus zu sagen, hey, wir müssen den Staat abbauen. Und das heißt, diese Forderung zu sagen, okay, jetzt mal den Polizeiapparat massiv runtersetzen, ist nicht zwangsläufig nur eine von linken Chaoten. Versteht ihr? Und das wollte ich jetzt mal euch so fragen, so in diesem Kontext, was ist möglich? Ist sowas überhaupt denkbar? Also tatsächlich im großen Maße die Polizei abzubauen? Und was glaubt ihr, was ich rede jetzt erstmal nur von Amerika. Ja, ja. In amerikanischen Städten, was wäre die Konsequenz, wenn man wirklich sagt, okay, wir ziehen wir hören es auf mit Polizei. Regelt euren Kiez alleine. Was ist möglich? Das ist die Frage so. Und was glaubt ihr, würde da passieren? Also ich wiederhole erst nochmal meine Antwort von vorhin. Ich denke, wenn nach der Frage, was geht, wäre das möglich? Ich bleibe bei Nein, weil es ein Bewusstsein voraussetzt. Ja. Aber vielleicht gibt es das ja dort in diesen Communities, wovon ich nicht ausgehe, aber vielleicht irre ich mich ja. Was wird das verändern? Naja, es wird natürlich dahin führen, dass diejenigen, die sich durch die Polizei geschützt fühlen, weniger sicher fühlen. Gab es ja auch ein interessantes Fernsehinterview mit einer Kommunalpolitikerin, eine Stadträtin, die wurde von der Moderatorin gefragt, wen soll man denn dann noch anrufen, wenn dann nachts jemand ins Haus einbricht? Und mehr oder weniger war die Antwort dass man grundsätzlich über dieses Privileg nachdenken muss. Ja? Also ist es, braucht man dieses Privileg, nachts die Polizei rufen zu können, wenn man Hilfe braucht? Also in diese Richtung geht das ja schon. Und dann ist natürlich das Erste, was einem auf der Zunge liegt, Anarchie. Mhm. Ob es wirklich dazu kommen würde, das ist dann die Frage, wie sich da jede einzelne Kommune, Stadt oder wie auch immer organisiert. Ich denke, da gäbe es auch Unterschiede, je nachdem, was eben für Menschen dort sind. Aber ich denke, so ein Grundmuster ist dann immer erkennbar. Also die Starken tun sich dann hervor, werden sich dann auf Beschützer ausspielen, dann wird es halt irgendwie eine bürgerverwaltete Bürgerwehr, irgendwas. Aber am Ende hast du wieder sowas wie eine Polizei. Es heißt nur anders, hat vielleicht ein anderes Wappen, aber die Leute sehnen sich natürlich nach Sicherheit und nach starken Männern, die einen vor den anderen schützen. Ich sehe es genauso. Das wird
jeder Form wiederkommen. Ja, ich sehe es genauso. Die Antwort hatte ich fast genauso, die ersten zwei Sätze auf dem Schirm gerade. Es braucht ein gewisses Bewusstsein, wenn das funktionieren soll. Und dann wird es aber doch auf so eine Bürgerwehr hinauslaufen. Aber es gibt genügend Beispiele auf der ganzen Welt, wo die Polizei aufgrund der kriminellen Strukturen in gewissen Stadtteilen oder ganzen Städten einfach gesagt hat, das ist eine No-Go-Zone, da gehen wir einfach nicht mehr hin. Und da bilden sich dann immer Mafia-ähnliche, Clan-ähnliche Strukturen, der Stärkere gewinnt. Geh mal nach Rio in die Favelas rein, da hat der das Sagen, der den größten Colt hat. Und so ist es auch in anderen Städten. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch Gebiete, wo die Polizei eigentlich nichts mehr zu sagen hat. Kann jeder nachschlagen im Internet, wo das genau ist. Ich will keine Stadt hier exemplarisch rausgreifen. Die Menschen, die wenig empathisch sind, die stark soziopathisch sind und auch noch sehr gewalttätig sind, die sind in solchen Situationen dann eben genau diejenigen, die das Heft an sich reißen. Und das sind ja eigentlich genau diejenigen, vor der eine Staatsmacht schützen möchte. Ich bin eigentlich auch ein liberaler Geist und demokratisch durch und durch und Antifaschist, aber in einem Land ohne Polizei möchte ich nicht leben, ganz ehrlich. Das Amerika drüben habe ich auch erlebt, schon viele Beispiele so gesehen, kleinere Beispiele, aber das ist für mich eine Nummer zu viel, diese Polizeistaat-Cowboy-Mentalität und jeder ist bewaffnet oder so. Das darf durchaus eine Reform erfahren, das Ganze. Da bin ich auch voll dabei. Aber so eine politisch korrekte Forderung rausknallen, jetzt so die Polizei muss einfach abgeschafft werden, ist politisches Agitieren und nicht realitätsnah in meinen Augen. Ja, dahinter steht ja der Wunsch nach Selbstverwaltung, nach Unabhängigkeit, nach Freiheit. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen und das ist in gewisser Form ja auch richtig, wenn man das ein bisschen wieder zurückschraubt. Aber wie gesagt, immer mit Sinn und Verstand. Frank, lass uns das Bild einfach mal zeigen. Ja, da gibt's. Vielleicht willst du das einfach mal kommentieren, Frank. Ja, was wir jetzt hier sehen, das ist ein Foto aus der Capitol Hill Autonomous Zone in Seattle. Und hier wollen die Aktivisten, die wollen sich ja autonom machen, wollen sich selbst versorgen. Und das ist so das Food Project. Und ich finde, dieses Bild sagt halt schon ganz viel aus, weil ich finde es ja großartig, dass die Leute, es sind auch viele junge Leute, weißt du, dass die diese Idee haben von Freiheit, Selbstverwaltung. Das ist ja genau das, was ich auch vorhin erst gesagt habe, was ich mir vorstellen könnte für Europa, dass wir da dieses Selbstbewusstsein wiederholen. Aber auf dem Bild sieht man doch eindeutig eben das, was sie Infantilität nennen. Ich meine, das ist. Weißt du, Seattle, da regnet sehr viel, da ist ja noch nicht mal ein Beet angelegt. Also wenn es einmal regnet, dann ist die Erde weg. Ich meine, und wie lange braucht so eine Pflanze, um zu wachsen? Ich meine, also wenn sich Leute vorstellen, dass das jetzt hier die ersten Schritte sind, um die autonome Zone zu ernähren, dann zeigt es einfach Infantilität. Und das ist vielleicht das Ding. Also wenn ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch vielleicht unsere Städte anders organisieren können, ohne dass wir wirklich wie in Amerika Milliardenbudgets brauchen für Law Enforcement. Und ich kritisiere auch schon seit Jahren, auch in Deutschland, diese Militarisierung von Polizei, dieses Überausrüsten, was wir in Deutschland seit den 70ern leben, seit RAF, da kam eins zum anderen. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist, finde ich, auch durchaus kritisch. So, aber die Frage ist halt, Selbstverwaltung und so weiter, das geht nur, je verantwortungsbereiter die Menschen sind. Und das ist halt, was man da bei dieser Chatszone dort sieht. Ja, hey, das sind halt wirklich weiße Mittelklasse-Kids, die jetzt fast schon Revolution spielen. Ich will mich nicht drüber lustig machen, aber es sind junge Leute. Und die Jugend darf auch so sein. Und ich bewundere auch erstmal überhaupt den Idealismus. Aber da müssen wir viel tiefer reflektieren, viel drüber, ganz anders, vernünftiger dort rangehen, um wirklich unsere Städte zu organisieren. Und um nochmal zurückzukommen auf die Frage, die ich eben euch gestellt habe, auch nochmal meine Meinung dazu. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir wirklich unser Leben anders organisieren können. Aber Stand jetzt und wie es auch in Amerika ist, wenn du jetzt dort die Polizei wegnimmst, dann wird das Ergebnis sein, dass die Zeche die einfachen Menschen zahlen werden. Und zwar die ehrlichen, einfachen Menschen. Und das sind die meisten. Das ist nämlich so, die meisten in Amerika, die auch in den armen Vierteln sind, das sind nicht alles Ganoven. Die meisten versuchen sich irgendwie auch mit kleinen Jobs, zum Teil Tagelöhne, über Wasser zu halten. Kleinen Kiosk, irgendwas. Da bist du dann derjenige, der die Zeche zahlt. Weil in der Tat werden es dann halt Gangs, werden dann dort die Sache in die Hand nehmen. Dann zahlst du halt Schutzgelder und so weiter und so weiter. Die reichen Amerikaner. Für die ist das vielleicht sogar gut. Hey, wir sparen uns den ganzen Kram, Steuer. Die reichen Amerikaner, das ist jetzt schon so, die können sich Security leisten. Die haben ihre private Security. Zum Teil gibt es in Amerika Siedlungen, wo ja Tausende von Leuten leben, so nur Millionäre. Da kannst du mit dem Auto nicht mal reinfahren. Das ist komplett umzäunt und da kommst du nur rein, wenn du dort halt lebst.
die reichen Amerikaner, die können sich das leisten, auf die Polizei zu verzichten. Es wird die Armen treffen, die ehrlichen Armen. Und das ist halt, boah, schon hart. Hey, also wenn du für Humor möchtest, dann ich blende es nochmal kurz ein hier. Links die Twitter-Dings. Dear Mom and Dad, Camp is going great. Today we learned how to plant a garden. Rumors we might get to see a cow later. Tomorrow we have macaroni art class. Thanks for sending me to jazz. Und dann drunter, schick uns doch ein paar vegane Snacks. Die Obdachlosen haben alle unsere gegessen. Also und so ja, gehen die ganzen Kommentare weiter davon. Es gibt in Amerika einen Begriff, das nennt man LARPing. Kennt ihr das? Das ist L-A-R-P. Und diese Abkürzung. Live-Action-Roleplay. Live-Action-Roleplay. Und das ist es fast schon. Weißt du, ich will mich nicht drüber lustig machen, es sind junge Leute so, aber es ist wie, die spielen das. Wenn ich mir den Garten anschaue, ich meine, okay, ja, jedes Pflänzchen ist schön und so, aber das ist nicht wirklich problemorientiert. Ich meine, hey, so könnt ihr eure autonome Zone doch nicht aufrechterhalten. Warum, wenn das die Idee ist, warum sucht man sich nicht ein Stück Land? In Amerika ist es billig irgendwie und startet seine Kommune und macht dort auch Selbstversorgung. Aber hier reden wir von Downtown Seattle. Ich meine, weißt du, das ist infantil so. Ja. Ja, und dann aus solcher Infantilität heraus, sorry, noch das noch, aus so einer unreflektierten Haltung heraus dann zu sagen, hey, wir schaffen die Polizei ab, ja, hurra. Da kann ich nur sagen, Leute, da kreiert ihr Chaos, so, weißt du? Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun, fällt mir dazu ein. Und wenn man jetzt nochmal das Bild anguckt, das macht ja auch deutlich, dass da ein enormes Bildungsproblem besteht. Also so wie ich das sehe, ist das eine Wiese, da liegen ein paar Pappkartons drauf, auf dieser Pappkartons haben sie 3 Eimer Erde drauf geschüttet und dann irgendwie die Pflanzen aus dem Supermarkt drauf gelegt, in der Hoffnung, dass es vielleicht die halbe Stadt demnächst ernährt. Ich glaube, also alleine, dass sowas dann auch wirklich in der Tat dann seine Umsetzung findet in dieser Form, zeigt deutlich, dass da, und das ist in Amerika mit Sicherheit noch krasser als hier, wirklich ein Bildungsproblem entsteht. Und überhaupt die Generation, ich merke es auch bei meinen Kindern jetzt, es ist halt eine andere Generation, es ist eine technokratische, technologisierte Generation, und wenn du in einer Platte aufwächst ohne Garten, dann weißt du am Ende gar nicht, wie eine Tomate wächst. Und das finde ich wirklich fatal, weil das ist dann im Prinzip das Ergebnis, wenn man das dann quasi ohne das ganze Wissen, was man dazu braucht, in die Umsetzung finden will. Und es steht ja auch drüber, ja, wenn man das mal übersetzt, ja, jetzt haben wir hier also ein neues Foto aus der Schass-Community. Ja, sie haben aktuell versucht, im Prinzip ihre Sprouts zu Pflanzlinge pflanzen, aber in einem sehr unorganisierten und offensichtlich sehr unorganisierten Weg, und offensichtlich hat von denen noch niemals jemand zuvor sowas gemacht. Und dann steht da noch, warum auch, was kann man auch in Seattle erwarten. Aber also wie du sagst, einfach ein Stück Land suchen, sich vorher aneignen, wie es geht, und dann machen in der Kommune. Aber das ist natürlich infantiler Aktionismus, und deswegen glaube ich auch, dass daraus nichts Sinnvolles erwachsen wird. Aber das wird mit der zweiten Welle, von der ich glaube, dass sie kommt, zumindest medial, sowieso wieder kein Thema werden. Ich glaube, diese ganze Sache, die wir hier jetzt sehen, das ist das Sommerloch 2020, bevor wir dann zu Corona 2.0 übergehen im Herbst. Und so ordne ich das ein. Und dass das Amerika jetzt grundlegend verändert, sehe ich auch nicht. Amerika bleibt für mich eine Oligarchie, wo man letztlich einfach nur mit sehr viel Raffinesse seine Macht erhält, weil so wie bisher geht das nicht. Ich vergleiche das mit ungefähr, was wir vor 120 bis 100 Jahren erlebt haben, dass die Monarchen festgestellt haben, wenn wir so weitermachen, werden wir gelyncht und abgeschafft. Deswegen hat man halt quasi die Parlamente erfunden, damit man Schauspielermarionetten, die man alle 4-5 Jahre austauschen kann, quasi in die erste Reihe stellt. Ja, aber am System hat sich dann im Endeffekt jetzt gar nicht so viel geändert, eigentlich nur auf dem Papier und auf der Bühne. Und ich denke, es ist heute ein ähnliches Ding, dass die vorgeschoben wurden, die Politiker, die Präsidenten, die jetzt sozusagen die offiziellen Machthaber sind, dasselbe Problem haben, dass sie merken, wenn wir so weitermachen, dann werden wir entfernt und reformiert und abgeschafft. Und dass man genau aus dem Grund jetzt so jemanden wie Trump
da installiert, dass man halt immer mal wieder so eine Person hat, mit der man alle unliebsamen Entscheidungen im Prinzip umsetzen kann. Vor 100 Jahren waren es zwei große Kriege, die daraus in der Folge entstanden sind. Und ja, jetzt ist es halt einfach ein Virus und ein Präsident, auf den man alles schieben kann. Wirtschaftszusammenbruch, der ganze Rassismus und Sexismus und alles, was falsch läuft in der Welt, das ist ja sowieso nur am Ende die Schuld von Trump und wenn der es nicht war, noch Putin und am Ende bleibt noch Corona und alle anderen sind fein raus. Also das ist das, was ich wahrnehme und das läuft wunderbar für uns alle als Menschen. Wir haben Sündenböcke für den ganzen Mist, den wir selber verzapfen. Und so war es schon immer in der Geschichte, so ist es jetzt und ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte, auch wenn wir hier bei Nuviso natürlich alles daran tun, dass es sich vielleicht irgendwie ändert, aber es ist eine Kopfsache und ja, wir tun in unserer Generation vielleicht unseren Teil dazu beitragen, dass in irgendwann mal drei späteren Generationen man auf die heutige Homeoffice-Sendung vielleicht zurückblickt und sagt, seht ihr, damals waren schon diese Gedanken da. Ja, aber ich denke, das wird noch einige Jahrzehnte dauern. Wahrscheinlich braucht es noch ein, zwei Generationen, bis wir auch nicht mehr wegen Rassismus auf die Straße gehen müssen, weil wir es nun wirklich auch alle verinnerlicht haben und auch akzeptiert haben, dass wir es verinnerlicht haben. Das ist ja das Problem. Viel mehr, als es Rassismus gibt, glaube ich, ist die Tatsache, dass wir noch nicht erkannt haben, dass wir uns bereits weiterentwickelt haben. Also beim Rassismus gebe ich dir recht, da braucht es noch ein paar Generationen, bis das weltweit sozusagen anerkannt wird, dass Menschen Menschen sind, Menschheitsfamilie und nicht schwarz-weiß und so. Ich habe neulich einen Artikel gelesen von einer schwarzen Frau, die in der Schweiz aufgewachsen ist, die erzählt hat von ihren Erfahrungen, was das bedeutet, wie sie sich versucht hat anzupassen und so weiter. Und ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, meine Ex-Frau ist auch in der Schweiz aufgewachsen, ist auch dunkelhäutig. Und was die mir für Dinge erzählt hat, was die im Leben erfahren musste, das möchte man nicht haben. Und ich habe das so satt, dass das so viele Leute auf der ganzen Welt immer noch nicht kapiert haben, dass schwarz-weiß, rot, gelb, wie sie es alle einordnen, dass man das nicht, dass es da keine Wertigkeit geben darf. Wo ich ein Problem damit habe, ist, wenn jemand daherkommt und sagt, es gibt keine Rassen. Also, dann weiß ich auch nicht. Also, das ist wirklich, so ein Hirnschiss kann man gar nicht ernst meinen. Aber wir sind. Wobei, ganz ehrlich, das ist auch schwierig. Weil tatsächlich, ich habe auch mal da eine ganze Sendung drüber gemacht, über das Thema Rassismus und wo das eigentlich herkommt. Und tatsächlich, was ist eigentlich eine Rasse? Ich meine, was es definitiv gibt, sind biologische Unterschiede. Aber das Wort Rasse finde ich durchaus auch problematisch, weil du kannst es gar nicht genau definieren. Was ist denn die Rasse? Welche Moment. Rasse hat zum Beispiel ein Maghrebiner, also ein Mensch, der in Nordafrika lebt? Das ist kein wissenschaftlicher Begriff, wo du klar definieren kannst und alle einigen sich, ah ja, das ist das. Wie viele Rassen gibt es? 5? 15? 100? Was es gibt? Aber verzeih mir doch bitte mal den Beispiel aus der Biologie, aus dem Tierreich. Ihr alle kennen Hunde. Es gibt Hunde. Es gibt Schäferhunde, es gibt Collies, es gibt Pudel, es gibt Pekinesen, es gibt Dobermänner, es gibt, und wir werden alle sicher sagen, das sind alles Hunde, aber es sind alles andere Rassen. Und wenn ich jetzt sage, es gibt einen Kongolesen und es gibt einen Eskimo aus Novosibirsk da oben und es gibt einen aus dem brasilianischen Dschungel, dann werden wir auch feststellen, wenn wir die nebeneinander stellen, dass die alle Menschen sind, aber nicht die gleichen Menschen. Da sind wir uns doch einig drüber, oder? Und das ist ja auch einig, das ist ja genau. Ja. Das ist nur der Begriff, ist halt schwierig. Also, weil da sind wir uns völlig einig. Ja. Es gibt halt einfach Unterschiede und biologische Unterschiede. Da haben wir auch letztens kam doch auch erst die Nachricht, übrigens hier im Zusammenhang mit dem Covid, dass gewisse Blutgruppen die Krankheit anders verarbeiten. Hey, ja. Das ist wie dasselbe. Es gibt biologische Unterschiede. Ja. Und das ist eigentlich gut so, weil das ist Natur. Natur möchte diese Vielfalt, diese genetische Vielfalt auch. Und die möchte Unterschiede haben. Oder völlig klar. Nur der Begriff Rasse ist halt tatsächlich schwierig. Ich meine, weil wie genau definierst du den? Sind jetzt die Japaner eine eigene Rasse? Man kann es deutlich unterscheiden von den Chinesen. Sind die Vietnamesen eine eigene? Also wo hört das auf und wo fängt das an? Und deswegen bin ich dem Begriff gegenüber auch durchaus kritisch, weil der kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und da hat man das dann so geschrieben. Gibt es halt 5 Kernrassen, weißt du so. Aber die Wahrheit ist ja, es gibt halt Unterschiede. Das ja, ist wichtig. Ja, es gibt 1000 Mischrassen. Ich habe hier auch 2 ja. Mischrassen zu Gast. Und ja, weißt du so. Dann schon wieder so, als ob du bist doch nur Halbblut oder sowas. Ja, es ist doch, das ist doch die Natur. Aber das ist ja. Das. Ich meine, ist jetzt ein Vietnamese, ist ja jetzt eine Mischrasse. Das klingt aber so negativ. Er ist halt ein also Vietnamese.
Also man kann vielleicht, ist Rasse vielleicht das falsche Wort. Ich finde aber auch da, es geht auch um die Semantik. Ja, was meinen wir damit und nicht, was bedeutet es oder ist es wissenschaftlich greifbar? Aber vielleicht kann man sich ja darauf einigen, dass man das in Zukunft Genpool nennt. Oder biologische Diversität, wenn das damit gemeint ist. Ist ja kein wertender Ausdruck, wenn ich sage Rasse, sondern es ist die biologische Vielfalt, die wir haben. Ja. Genau. Oder wenn wir, weil es ging doch auch darum, Frank, dass jetzt vorgeschlagen wird, das aus dem Grundgesetz zu streichen. Ja, da könnte man es auch anders formulieren. Ne? Niemand darf aufgrund seiner Hautfarbe oder sonstigen Äußerlichkeiten irgendwie diskriminiert werden. Also so kann man es ja auch schreiben, wenn man will. Aber ich bin auch bei dir, da gibt es letztens wichtigere Themen, ob jetzt sich auf dieser Semantik da jetzt aufzuhängen. Ich wollte es nur einwerfen, halt dieses ganze Rassegeschichte, weil es ist halt echt so ein obsoletes 19. Jahrhundert-Denken, was einfach auch unwissenschaftlich ist. Ja? Und dementsprechend kannst du gar nicht definieren. So. Jungs, ich würde gerne zum Schluss euch noch kurz diese zwei Artikel zeigen oder nur kurz einspielen, damit die Zuschauer auch verstehen, was ich vorhin gemeint habe. Und diese Artikel sind mir deswegen so wichtig, weil, oder ich will es anders sagen, manchmal komme ich einfach nicht hinterher. Ich habe es ja schon oft gesagt, diese Informationsflut, die wir haben von vielen, vielen Seiten und Aktivisten und man weiß gar nicht mehr, was es ist. Aber ab und zu treffe ich dann einfach so ein Goldnugget, wo ich mir sage, oh, das hebe ich mir auf und direkt in die Tasche rein. Und an alle Zuschauer, die was Tolles suchen, habe ich zwei Tipps, zwei längere Artikel. Der eine ist der Artikel, der erschienen ist am Samstag, 13. Juni auf dem Rubicon, eine meiner Lieblingsseiten, wirklich Propaganda der Macht. Der junge Politwissenschaftler Stefan Korinth hat diesen Beitrag auseinandergenommen, den der SWR vor kurzem Report Mainz produziert hat, wo sie Andreas Popp versucht haben, fertig zu machen. Das ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Propagandamethoden vom SWR. Also wirklich ein Meisterstück. Er ist ein intellektueller Chirurg, der die ganzen Täuschungen und nicht Täuschungen, sondern diese ganze Manipulation seziert hat. Eine halbe Stunde Lebenszeit, die sich wirklich lohnt. Und dann habe ich einen Artikel gefunden, der mich innerlich eigentlich so, naja, warum ich jetzt heute nicht so, sonst wäre ich vielleicht in deine Gedanken eingestiegen, Herr Frank aus Leipzig, aber dieser Artikel hat mich eher ein bisschen aufgeweckt wieder und positiv denken lassen. Es geht um diesen, achgut.com ist die Seite, und zwar hat ihn geschrieben der Herr Beda Stadler. Corona-Aufarbeitung, warum wir alle falsch lagen. Das könnt ihr dann natürlich alles lesen. Ein neues Virus, die Mehr von der fehlenden Immunität, das Versagen der Modellbauer und, und. Also in diesem Artikel steht als Quintessenz alles drin, was wir die letzten Monate besprochen haben und das in so einer tollen Form herausgearbeitet, dass das Munition ist für jedes Gefecht, das man hat mit Worten, um Argumente zu suchen. Also die beiden Artikel haben mich jetzt gestern Abend und heute so innerlich so, ja, es ist doch noch nicht zu spät. Es gibt genügend Leute, die aufgewacht sind und es gibt so einen Drive, so ein Momentum der Erkenntnis, das viele Leute erreicht. Das ist meine Wahrnehmung gerade. Und das wollte ich euch unbedingt noch zeigen, bevor wir hier auseinandergehen heute. So, das war's, mein Wort zum Sonntag sozusagen. Jungs, wie gehen wir raus? Es ist heiß geworden. Robert, gehst du noch im Biergarten? Ich war heute schwimmen. Weil du vorher Eisbach gezeigt hast. Ich freue mich, da ist ja gleich daneben der chinesische Turm und so, kultiger Biergarten. Wie ist es in Bayern? Geht man da Samstagabend jetzt noch ins Trinken? Wahrscheinlich. Ich war heute wirklich zum ersten Mal im Eisweiher beim Schwimmen. Ich habe mir gedacht, wenn die Kinder zum Planschen raus können, dann kann ich endlich wieder auch mal schwimmen gehen. Aber es war immer noch so arschkalt. Ich hatte echt Kopfweh hinterher. Ich habe da meine Bahn entzogen. Zum ersten Mal im Wasser seit 12 Wochen, glaube ich. Jetzt wird es wieder Zeit, dass alles wieder normal wird. Ja, es ist schön, es ist Sommer. Die Leute sind draußen, es ist barfuß. Ich habe heute noch ein Date, und zwar mit Riegel, Betai Goize und Aldebaran. Ich saß gestern Nacht schon eine Stunde auf dem Dach und habe mit dem alten Teleskop, mit dem Fernglas, Sterne angeschaut. Und ich werde nachher wieder den Bahnen der Satelliten nachschauen und hoffen, dass irgendwann einer doch mal einen 90-Grad-Haken schlägt. Und den kann ich ja dann mal fragen, warum das hier alles passiert. Ich gebe nicht auf zu hoffen. In diesem Sinn, Jungs, danke für eure Zeit und alles Gute für euch, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal bei Homeoffice. Bleibt uns treu, schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Ciao.